da 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 Guten Morgen. guten Morgen. Ist es nicht schön, so eine liebliche Stimme zum Morgen, morgen zu hören? Ja, richtig, richtig. Finde ich auch. Guten Morgen. Ich mach mal Lo-Fi an. Oh, ist voll laut. Also für mich ist es ein bisschen laut. Oh, Ginger, ich hab dich sehnsüchtig erwartet. Morgen, morgen, morgen an alle. Leute, ich hab zwar gesagt, das ist schlecht für meine Stimme und das ist auch schlecht für meine Stimme. Aber meiner Stimme ging es gestern so gut. Deswegen habe ich mir jetzt trotzdem einen Kaffee geholt. Ich hoffe, meine Stimme verzeiht mir. Ich will Kaffee trinken. Ich habe nämlich nichts gefrühstückt. Ich habe nur Kaffee. Es ist schwierig. So. Ich auch. Oh, Leute. Das ist immer gut. Kaffee zum Frühstück. Ist immer großartig. Meine Waifu. Bin ich deine Waifu? Such dir lieber eine andere Waifu. Ich bin nicht gut geeignet. Ah. Zu Silvester bist du wieder heiser. Mon, das wäre krass. Ich war schon ewig nicht mehr heiser. Ich wäre gern mal wieder heiser. Das würde bedeuten, meine Stimme würde richtig funktionieren. Oh. Du hast Bauchschmerzen von deinem Frühstück gekriegt? Ach, deswegen lässt du jetzt dein Frühstück weg? Nee, ich mag Frühstück schon ganz gerne. Aber Tom kommt später und macht Brötchen. Zumindest habe ich ihm das aufgetragen. Das macht er bestimmt. Bestimmt! Ruft aus dem Hinterzimmer. Bestimmt! Ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen und dann bin ich auch schon da. Sorry. Jetzt sagt der ekelhaft von hinten, dass ich mir die Nase putze. Hallo? warte, Moment. Ich bin gleich wieder da. Ich finde das ganz komisch, dass manche Leute sagen, dass sie Bauchschmerzen kriegen oder dass sie wieder rauskotzen müssen, wenn sie morgens frühstücken. Ich glaube, das ist einfach so ein abnormales Ding wie mit Katzen, wenn man die immer einzeln hält und dann behauptet, dass die Einzelgänger sind und nur allein gehalten werden wollen. Ich glaube, das ist genau dasselbe. So nach dem Motto, dass du einfach dein ganzes Leben nicht gefrühstückt hast und deswegen du das irgendwie nicht abkannst. Aber eigentlich ist das nicht normal. Eigentlich solltest du frühstücken können. Das macht nämlich keinen Sinn. Was beeinflusst denn die Uhrzeit, ob du das drin behältst, das Essen oder nicht? Das macht ja eigentlich wirklich überhaupt keinen Sinn. Ja. Wer weiß, was das letzte Woche war. Na, Mensch. Na, Mensch.
Leichtes, erfrischendes, ein gesundes Frühstück Obst. Mmh. Boah, so Rührei mit Bacon und so hat da jemand gerade reingeschrieben. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf, aber wir haben kein Ei. Wir haben keine Eier. Über Weihnachten haben wir einfach so schnell Eier verbraucht. Ich wusste gar nicht, dass man so schnell Eier verbrauchen kann. Ich mache an Silvester keinen Stream. Der letzte... Warte, wir wechseln mal schon mal zum Just Chatting Screen. Einfach nur, dass ich euch den Streamplan zeigen kann. Hallo Leute. Alter, das sind ja schon fast 200 Leute hier. Guten Morgen zu meinem Frühstückstream. Ich muss auch erstmal noch wach werden. Ja, wir machen jetzt Minecraft. Oh, ich verwerf ganz schön viele Frames. Und ich wundere mich gerade, warum mein Tracking so hart hängt. Das könnte wegen Tom sein. Tom, was machst du mit dem Internet gerade? Lädt das mal irgendwas runter und das ganze Internet ist erstmal tot. Scheiße. Hä, was passiert hier gerade? Oh Gott, die ganzen Alerts. Warte, ich sag gleich Dankeschön. Scheiße. Genau, und heute gibt es Minecraft. Morgen ist der letzte Stream dieses Jahr, diesen Jahres. Also ja, zu Silvester gibt es keinen Stream, Leute. Guten Morgen, Leute. Habt ihr alle gut geschlafen? The Jerry Toe, danke für 12 Monate. Danke, guten Morgen. Schon ein Jahr vorbei, ja, ne? Richtig krass, was hier abgeht. Boah, mein Tracking kriegt sich gar nicht mehr ein, ey. Boah. Heute gibt es nur Lag-Content. Guten Morgen, Ginger und alle, die schon hier sind. Hallo. Hallo, Terra. Hallo, Ayrak. Hallo, Feuerkiste. Hallo, Anime. Love, Anime. Hallo, Daydreamer. Hallo, Schatten. Hallo, Gamerskorpion. Hallo, iFIFA. Hallo, James. Ja, Kobi. Hallo, Holy Heavy Master. Hallo, Kuchenjunge. Hallo, Mogi. Hallo, Lini. Hallo, Chris Sally. Hallo, Alex. Hallo, Danilo. Hallo, Kampfkatze. Hallo, Steve. Hallo, Sadai. Du bist spät dran. War schon um 4.30 Uhr hier. Bitte, was willst du hier um 4.30 Uhr? Der Stream war angekündigt für circa 10. Was willst du hier? Das erinnert mich an eine Episode, als Chris Stream im Internet gestorben ist, weil seine Freundin eine Mail verschickt hat. Scheiße. Ich finde das gerade viel zu lustig. Sorry. Ich finde das gerade viel zu lustig. Wie kann denn das Internet an einer scheiß Mail sterben? Oh Mann, ey, das ist wieder so typisch, ne? Ich vermisse bei meinem Credits mein Streaming-Setup. Wir haben einen Setup-Command, da kannst du einfach reingucken. Lustig as fuck. Ja, ich finde das schon ziemlich lustig. Es ist halt so dumm. So, weil Leute gerade Dinge verschenken, gehe ich mal schon mal in den Spiele-Screen. Einer. Hallo. Es laggt alles gerade ein bisschen. Obwohl, jetzt gerade geht es. Upsi, sorry. Pack mich mal hier in die Ecke. Vielleicht ein bisschen kleiner, so. Hallo. Hallo. Hallo, Leute. Und jetzt mache ich das Spiel mal an. Es ist nämlich noch nicht an. Minecraft. Sappe, Sappe! Sappe, Sappe! Ein großer Sappe! Gigasappe! Alter, wie es einfach richtig hängt! Ich kann nicht mal viben! Was soll denn das? Boah. Warum muss ich mich denn die ganze Zeit neu anmelden bei dem Launcher? Gab es nochmal ein neues Update? Da ist sogar das Häkchen drin, ich will angemeldet bleiben. Und wer verschenkt denn jetzt Subs am frühen Morgen? Was soll denn das? Was ist denn los bei euch? hello party people. Erstmal danke Shywolf für 14 Monate auf Tier 3. Holy fucking shit. Dankeschön. Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Ich wünsche dir auch einen guten Morgen. Steve hat einen Sub verschenkt. Alter, Steve, ne, am frühen Morgen erstmal. Ich bin noch. Nein, nicht Schnieke. Ich bin noch gar nicht bereit. Alter, Keks. Danke für 48 Monate. Hallo. Hallo. Du bist ja morgens on. Ja, heute ist Frühstückstream. Heute bin ich on, nicht immer. Ich mache nicht immer Frühstückstreams. So, Passwort. Passwort. Ich muss mein Passwort hier eintragen. Ich bin nicht konzentriert genug dafür.
Ist es das? Ja. Warum passiert denn das immer, dass er mich ausmeldet? Schaust frisch aus diesen Morgen. Danke, danke, danke schön. Fühl mich aber nicht so frisch. Ich bin, genau, diese Lags sind einfach, weil ich noch müde bin. Hä, Spielabsturz? Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Willst du mir nicht sagen, dass Minecraft jetzt nicht starten will? Ja, Schnieke. Nee, nicht Schnieke, finde ich nicht gut. Hä? Hallo? Minecraft ist einfach abgestürzt. Oh, okay, jetzt geht's, glaube ich. Hä, was war das denn? So. Hey! Es hat funktioniert. Hallo. Guten Morgen, Leute. Sind die Alerts zu laut? Ich höre die sehr deutlich. Mach mal so den hier. Musik. Bisschen lauter. Ui. Alter, ich soll schlucken. Ist es okay, wenn ich von meinem Kaffee schlucke oder muss ich Wasser schlucken? Die Leute, die Geschenke wurden erst vorgestern ausgepackt. Hab doch mal Geduld. Ich sehe übrigens gerade, hey Ryu hat gesubbt vorhin oder gerade eben. Dankeschön, hey Ryu. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. Oh nein. Ich will keine Geschenke. Geschenke. Leute, ne, darf ich mal sagen, dass ich, muss ich mal mein eigenes Alert loben. Ich liebe einfach dieses dumme Geschenke. Von mir immer. Es fasst einfach mein Gefühl richtig gut ein, immer. wenn ich diese Subs kriege. Oh boy. Danke, The Wolfgang. Vielen lieben Dank für deine verschwendeten 5 Subs an mich. Dankeschön. Ach so, das habe ich Weihnachten genannt. Ja, ich war sehr gut drauf anscheinend. Ich habe sogar Weihnachtsmusik wahrscheinlich angehabt. Oh Leute, wir spielen jetzt Minecraft, Leute, by the way. Mhm. Mhm, mhm. Oh, ich habe jetzt auch Hunger gekriegt, weil ihr dauernd über Frühstück redet. Ja, mein Frühstück ist Kaffee. Ich esse gerade ja gar nichts. Die Sound Alerts sind G. Ja, finde ich auch. Richtig G. Aber Geld als Donation Sound ist auch geil. Geld. Einfach so Geld. Geld, 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 Geld. Alter Lars, dankeschön für 39 Monate. Niemand kann mich aufhalten. Am frühen Morgen werde ich nicht lachen, Lars. Niemand kriegt mich zum Lachen. Ist der gleiche Spielstand wie da, wo du Ziegen suchst? Nee, das ist ein neuer. Ich habe den letzten Stream erstellt und dann den Leuten versprochen, also euch versprochen, das heute weiterzuspielen. So, ich soll jemanden anzwinkern, habe ich gehört. Oh, warum folgen mir denn so viele Leute? Hallo, ihr alle. Oh. Geschluckt habe ich gerade. Ich hoffe, das zählt. Ja. Ab mit Yuki, dankeschön. Ja. Okay, dann, wenn das Nja so süß kommt, ich schluck trotzdem nochmal. Und zwar ein bisschen Wasser. So. Und ich soll Chica anzwinkern. Chica. Chica. Chica, siehst du mich? Hallo. Hallo, Chica. Okay, mehr geht nicht. Boah, Alter, anstrengend, der Shit, anstrengend. So, was wir eigentlich machen wollten, war in der Höhle meinen gehen. In der Höhle meinen gehen, das wollten wir machen. Ich glaube, ich habe mich hier eigentlich nur ein bisschen zur Ruhe gesetzt, glaube ich. Ginger, wieder Baui, Baui, nö. Wir gehen meini, meini. Wir spielen ja, ich wollte eigentlich auch, habe ja überlegt, ob wir auch Modded Minecraft spielen. Aber wir machen jetzt mal kein Modded Minecraft. Aber spielen dafür die neue Version, wo es irgendwie neue Höhlen gibt. Und deswegen will ich auf jeden Fall in meine Höhle gehen. Ich bin im Bauen eh nicht so gut. lol. Nein, du schiebst. Alter, die Kuh wollte mich einfach runterschubsen. Blöde Kuh, Alter, was soll denn das? Dürfen wir dir Witze schreiben, um dich zum Lachen zu bringen? Ihr dürft doch einfach mal witzig sein, so prinzipiell. Aber Witze schreiben kommt, glaube ich, nicht so gut. Macht das mal lieber nicht.
Wo war denn unsere Höhle? Ich weiß es nämlich schon gar nicht mehr. Die neuen Höhlen sind sehr schwer, pass auf. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch letztes Mal ziemlich oft schon gestorben. 2 Mal oder so. Obwohl ich noch gar nicht viel gemacht habe. Ich war noch gar nicht richtig drin in der Höhle. Minecraft Speedrun? Ne. Also mit mir kriegst du keinen Minecraft Speedrun. Dafür bin ich zu schlecht. Hallo? Upsi. Ist die Software sicher? Vor was? Vor was? Wo war denn mein Höheneingang? Jetzt wird es wieder dunkel, oder? Boah, Lars. Ich glaube, ich weiß wieder, wo ich hin muss. Alter. Boah, ich habe doch gesagt, die Alerts sind ziemlich laut. Ihr habt mir ja nicht geglaubt. Ah, jetzt doch. Klar, Mann. Ach, du Kacke, Alter. Dankeschön für den Schinken. Mäh. Die anderen Alerts waren auch laut. Ich hab's doch gehört. Tut mal nicht so. Ja, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hab ich mein Dings verloren? Wo bin ich? Da, ich wollte schon sagen. Oh Gott, doch, deine Frage wurde angezeigt. Ich musste nur gerade gucken, nicht, dass ich nicht sterbe. Und mit Leni diskutieren, wie laut der Sound war. Oh. Kannst du eigentlich mittlerweile mit Koordinaten umgehen? Nö. Also mein Brain ist jetzt nicht bigger geworden seit dem letzten Mal. Warum ist hier eigentlich Eisen drin, das ich nie abgebaut habe? Mitten in meinem Haus. Wieso? Wow. Nö, Luca, das Gesicht wurde nicht gezeigt. Das ist eigentlich ziemlich unmöglich. Oh, Kaffee ist was Gutes. So, was ich jetzt kurz machen will, ist... Doch, die Musik nochmal lauter. Und dafür die Alerts für euch noch. Oh, ich glaube, die Musik muss noch ein bisschen lauter. Und dafür, ja, senke ich alles ein bisschen ab. So, gut. Funktioniert das auch mit der Musik noch? Ist alles noch gut? Ginger, weißt du, wo du bist? Ich wollte jetzt gerade eigentlich wieder zurückfinden, weil ich wollte nicht im Dunkeln gehen. Ah gut, dass jemand direkt wieder testet. Gut, ja, das passt mit den Alerts jetzt. Jetzt finde ich gut. Danke. Danke, Schattenwolf, dass du zum Testen erstmal einen Schinken auch noch reinhaust. Vielen lieben Dank. Danke für die 6,66 €. Hä, warum steht denn da, heute gab es 280 €? Lol. Das Ding sollte eigentlich resetten jeden Tag und das tut es normalerweise auch. Hat jemand schon mal irgendwie einen Hunni hier gelassen, ohne dass ich es gemerkt habe? Was ist das für eine Musik? Das ist 4K, Lo-Fi Hip-Hop Beats, 24/7 Radio, no copyright, Lo-Fi Beats to sleep and study to. Von Lo-Fi Geek auf YouTube. Das ist ein Livestream. Oh, Tante Rie! Tante Rie! Dankeschön für wunderschöne 11 Monate. Dankeschön. Na? Boah, 18 Minuten on und schon 280 €. Es gab so Streams, wo das tatsächlich passiert ist, Leute. Kiyoshi? Jinx ist nicht. Aber ich würde das ganz kurz trotzdem mal... Oh, ein Pfeil. Oh. Ja. Okay, warte, ich mache mich doch mal ein bisschen größer, wenn das Pat-Pat schon so big ist. Oh lol, Jubi. Jubi, Jubi! Jubi, Jubi! Jubi! Ach du Kacke, danke für 5 Subgifts. Ach du. Heilige Leute, na ihr seid mal wieder. Nein! Oh nein, mein Internet. Okay, das Internet stirbt gerade wieder. Sorry. Ich weiß nicht, was das ist. Hm.
Wer geht jetzt auf Arbeit? Viel Spaß auf Arbeit, Yuki. Muss Pit Yuki jetzt auf Arbeit? Oder wer, welcher Yuki hat das geschrieben? Es wird ja meines Wissens nicht mehr das Gesicht so wie bei einer normalen Kamera aufgezeichnet. Das Programm stützt sich ja auf Punkte, an denen es sich die, an denen es die Bewegung abwägt. Naja, es guckt, wo... Also ich kann euch mal ein Bild zeigen, wie das aussieht bei mir. Also eigentlich wäre das eine Frage für morgen. Leute, morgen machen wir ein VTuber Q&A und da könnt ihr solche Fragen eigentlich richtig gut stellen. Machen wir das mal lieber morgen, nicht jetzt. Aber was ich jetzt mal ganz kurz machen wollen würde, ist hier mal ganz kurz das, die Donations aktualisieren. Ja, ich mach das dann, die Frage, also morgen um 18 Uhr möchte ich ein VTuber Q&A machen, also ein paar Fragen von euch beantworten bezüglich Thema VTubing. Und ich werde die auch beantworten ohne Lore und sowas, damit auch wirklich jeder das verstehen kann und so und nicht so irritiert ist. Ich glaube nämlich, das ist nötig. Ich glaube, das ist nötig. Nein, aber ich meine, ich glaube, es würde vielen helfen, so. So, wie ist denn das jetzt? Okay, Totals. Ist das bei Totals? Session Data. Follow, Subscribers, Top Cheers. Ah, hier. Ja, da muss eine Null rein, du Affe. Ich habe gerade Stream Elements Affe genannt. So, jetzt geht es. Warte, nee, heute kam ja schon Geld rein. Und zwar 6,66 Euro plus 6,66 Euro. Wie viel sind denn das? 13 Euro. Das stimmt nicht ganz, oder? Aber bestimmt fast, oder? So fast. Ja, Leute, die Sache ist, ihr wisst ja, ich kann nicht kopfrechnen, aber ich bin gut im Überschlagen und im Ab- und Aufrunden. Guck mal, dann war es aber nicht ganz so falsch. 13,32 so. Schön, safe. Gut, dann lassen wir das so, weil das hat mich genervt. Cool. Alter, warum sind denn so viele Leute hier? Ich habe noch nicht mal richtig angefangen zu spielen. Ich bin noch richtig müde und so. Oder nicht müde, mein Hirn ist noch ein bisschen nicht so ganz da. So, warum ist hier Eisen einfach? Das ich noch nie abgebaut habe. Was ist denn los mit mir? Oh, shit. Komm da nicht runter. Oh, hier ist ja noch mehr. Das ist ja richtige Eisengrube hier. Ich bin nicht müde. Ja, das ist ja gut für dich. Das ist gut für dich. Oh, Ich bin heute dreimal wach geworden. Weil die Katzen mich einfach immer geweckt haben. Normalerweise schlafe ich wie ein Stein und nur Tom beschwert sich, dass er von den Katzen wach wird. Der ist bestimmt auch heute Nacht wieder wach geworden, aber ist das schon so gewohnt? Aber ich bin heute auch mal wach geworden von den Katzen, ey. Boah, war das ekelhaft. Mach die Deko nicht kaputt, das schöne Eisen. Ja, die Deko. Katzen sind ein guter Wecker. Ja, ich bin um 1 Uhr schlafen gegangen. Stell euch das mal vor. Vor 1 Uhr noch. Dann war ich einmal wach geworden, so gegen kurz nach 3. Und dann nochmal irgendwann gegen 6. Und dann hat die Post geklingelt um 9. Wo kann man Fragen stellen auf Twitter? Meinst du zu dem VTuber-Thema? Weil da würde ich gerne noch ein paar Fragen sammeln. Mods, soll ich das raussuchen oder könnt ihr gerne den Tweet, wo ich die Frage, wo ich die VTuber-Frage stelle, bitte nicht den Quote-Retweet von mir, sondern den, den anderen, könnt ihr den reinschicken? Also da könnt ihr nämlich gerne, ich habe nämlich so einen Tweet gemacht, wenn ihr da drunter, ja, wenn ihr da eine VTuber, eine Frage zum Thema VTubing habt, könnt ihr die da stellen. Das dürfen, also ich werde morgen vor allem persönliche VTuber-Fragen beantworten. Also, wie meine Meinung zu bestimmten VTuber-Themen sind. Aber ich kann auch so generell einmal erklären, was VTubing ist und wie es funktioniert.
Einfach so, weil es zum Thema passt. Ich glaube, da hinten war ein Eingang von mir, deswegen nehme ich den mal. Da bin ich auf jeden Fall schnell drin in der Höhle. Muss mich nur irgendwie hier hochbuddeln. Ich bin auch wach geworden, weil ich gedacht habe, jemand hat meine Zimmertür aufgemacht. Gruselig. Du bist auf Arbeit. Das gibt's doch nicht. Ihr schreibt, ihr guckt wieder alle den Stream, während ihr auf Arbeit seid oder so. Aber ihr habt keine Schule, ne? Ihr seid die Feriengang. Also hier sind keine Leute, die jetzt Schule haben, oder? Die gute Feriengang. Oh nö, bin ich doch falsch hier reingegangen? Oh, da ist aber meins. Ich habe wirklich den Eingang übersehen. Der muss irgendwo hier sein. Naja, dann gehe ich so rein. Weil hier ist mein Haus. Tada! Ja, da unten war mein Eingang. Scheiße. Habe ich jetzt Holz mitgenommen? Ja, wenigstens. Okay, gut. Weil dann mache ich mir auch mal, bringe ich den Ofen und so hier hin. Boop. Boop. Kann nämlich ja auch eine Tür machen. Ich hätte mir einfach eine Tür mitnehmen sollen. Richtig dumm. Naja, okay. Ich bin wach geworden, weil ich den Stream gucken wollte. Als ob deine innere Uhr so... Ginger streamed! Sind überall gerade Ferien? Ja, Mensch. Okay. Na, dann ist ja gut. Reicht das für eine Truhe? Fuck! Fuck! Mir fehlt ein Holz für eine Truhe. Bedauerlich. Nee, da muss ich kurz... Ich brauche eine Truhe hier unten. Yes, Feriengang. Kurz mal, ich muss mal ganz kurz den Chat lesen. Moment. Ich habe Urlaub. Guten Morgen, Barbik. Hallo. Ja, ja, keine Schule. Boah, ich bin gerade wach geworden, weil ich fett scheißen musste. Gut, Brady. Aber das war bei mir auch so. Als ich um 6 Uhr wach war, bin ich auch erstmal... Sorry. Alter, Paul! Der Paul, der VTuber. Danke für 10 Monate. Guten Morgen, diese unchristlichen Zeiten hier. Was? Kurz vor 11. Fast Zeit für Snickers. Knoppers meine ich. Ich habe keinen Knoppers mehr. Daher ist ein Ginger-Stream zum Kaffee perfekt. Ach Mensch. Oh Leute. Mir macht das immer Gedanken, wenn ihr hier arbeitet und nebenbei meinen Stream guckt. Solange ihr bitte kein Auto fahrt und meinen Stream guckt, bin ich glücklich. Oh Gott. Ich habe Beschäftigungsverbot und mein Mann muss arbeiten, dann bin ich wach. Ja Mensch. Ich bin direkt aufgewacht, als du angefangen hast. Ja, nice. Bist wegen deinen Hunden wach geworden. Oh nein. Die wollten raus, oder was war? Ich bin wach geworden, weil ich wach geworden bin. Ja, Mensch, ne? Alter, der doch safe Autofahren nebenbei zuschauen. Safe Autofahren nebenbei zuschauen und dann am besten noch Chat schreiben. Das sind die, die Leute können es einfach so alles gleichzeitig. Oh. Oh Leute, ey, macht mir Sorgen, ey. Richtige Doofköppe seid ihr. Richtige Doofiköppe. So, dann kann ich ja hier, wenn ich jetzt schon eine Tür hab. Kann ich ja hier. Ne? Schon eine Tür. Kann ich ja mal eine Tür reinmachen. Ah, der Kapus hier. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir besser. Oh ja. Ich weiß nicht. Gestern ging es mir echt nicht gut. Aber heute ist voll fein wieder. Schön, dass du... Danke, dass du nachfragst. Aber alles gut jetzt. Heute geht es mir gut. So. Truhen kann man theoretisch ja direkt daneben machen. Kann ich nicht direkt 2 Truhen machen? Ich meine, wenn ich jetzt schon so viel Holz habe... Warte mal, wie mache ich denn 2 Truhen? Lol, warum weiß ich das nicht? Bitte einmal alles. Beim Autofahren habe ich Streams maximal als Podcast an. Na gut, wenigstens etwas. Ach, ich muss die einfach nur nebeneinander stellen. Okay, ich muss die jetzt nicht zusammen craften. Gut, sorry, ich war gerade richtig brain AFK und habe vergessen. Jetzt steht hier einfach ein großer Mann vor mir. Hinter mir meine ich.
Lass mich doch einfach kurz deine Frames begutachten. Tom steht vor mir so. Streicht sich durch seinen Mighty Bart. Tom will mich hauen. Tom will mich hauen. Leute, ne, das ist immer schwierig hier. Schwierig hier. Nee, du bist schwierig. Was willst du hier? Verdient. Alter Mann, Mann, geh weg. Verdient. Verdeint. Verdeint? Ah. Okay, verdeint ist in Ordnung. Okay, vielleicht nicht die ganze Kohle hier lassen. Vielleicht auch so ein Teil für den Fall, dass ich es brauche, hier reinpacken. Habe ich denn... Oh, ich habe ein paar Eisensachen schon. Aber ich sollte... Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal raus und mine. Ich mine durch die Mine. Oh, da ist ein Creeper. Ein Creeper. Da ist ein süßer Creeper. Ich bin irgendwie noch von dem Modded Minecraft dran gewöhnt, dass die Creeper gar nicht so viel kaputt machen, wenn die explodieren. Das war mal ganz praktisch. Stirb da endlich mal. Hallo? Geh doch mal zu... Nein! Oh! Oh, das ging ja tatsächlich auch ganz gut. Mensch. Ich will hier schon mal alles ausleuchten, dass hier vielleicht nicht so viel spawnt. Hallo Drago, hallo. Voice Crack im Telefonat bekommen. Och, ich krieg dauernd Voice Cracks. Also okay. Klingt manchmal ein bisschen lustig. Aber schlimm ist das nicht. So, hier ist vor allem richtig viel Kohle und ich habe mir gerade Gedanken gemacht, dass ich keine Kohle finde. Die Höhlen sind so schön geworden, finde ich. Das ist schon ziemlich creepy so. Sieht sehr tödlich aus hier, vor allem. Oh Lord. Wie mache ich das im Off mit der kurzen Strähne auf dem Kopf? Wie meinst du das? Ich liebe tödlich. Oh, okay. Guten Morgen, hallo. Wie geht es euch denn so? Ich werde jetzt erstmal die Kohle hier wegsnacken. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle. Habe ich mich bedankt bei Maduron für 22 Monate? 22. Monat und Jinja wird gefühlt jeden Tag verrückter. Ganz genauso wie wir. Ist das so? Ich glaube nicht, dass das gesund ist, so generell. Ah, Leute, ne? Denkt da mal drüber nach. Oh, hallo, Enderman. Denkt da mal drüber nach. Nächstes Jahr feiern wir 5 Jahre Stream-Jubiläum. Dann bin ich 5 Jahre schon Stream. 5 Jahre. Als ob. Ist das wirklich schon so lange? Wow. Hallo Ferle, guten Morgen. Ich bin alt. Wow, okay, danke. 5 Jahre Streams und ich bin schon 5 Jahre Mod. 5 Jahre meiner Lebenszeit sind verschwendet. Oh. Alter, Leute. Warte, wann ist mein Stream-Jubiläum nochmal? 11. November? Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Es ist im November, oder? Boah, geil, Alter. Was machen wir? Wir müssen was... Ich hoffe, meiner Stimme... 15. November. Okay, das ist ja fast richtig gewesen. Scheiße. Wir müssen irgendwas richtig hart knorkiges, geiles machen. Alter, okay, der ist richtig böse jetzt in dem Spiel. Oh. Alter. Junge. Boah, ja, danke. Danke für die 500. 500 Bits, dankeschön. Boah, ich dachte gerade, es ist ein Creeper hinter mir und bringt mich erstmal um. Der war gut. No, ich habe mir für dich einen Wecker gestellt, als ob. Süß. Ich muss mir gleich neue Tools machen. Ups. XXL Drunk Stream?
Leute, ich weiß, also... Vor allem der XXL-Drunk-Stream. Drunk-Stream ist Drunk-Stream. Was soll denn daran XXL werden? Nee, ich würde tatsächlich irgendwas anderes machen. Drunk-Streams werden wir bestimmt auch nächstes Jahr wieder machen, aber ich finde es zum Jubiläum, will ich eher sowas in Richtung wieder so 12-Stunden-Stream, Subathon, nee, ich weiß nicht, irgendwie. Aber wo wir irgendwas richtig Cooles machen, die wir irgendwas planen. Ach, weiß noch nicht so genau. Boah, ich habe Angst, hier runterzufallen. Weiß ich aber noch nicht so ganz genau, was wir machen. Nice Facecam, danke. Dankeschön. Dankeschön. Gut. Ja. So. Mario Kart. Ja, also ich würde gerne vielleicht einen Stream machen, wo wir mehrere Sachen machen. Die Sache ist ja, Leute, ich wollte ja super gern mal irgendeinen Special-Stream machen. Mehr 12-Stunden-Streams oder auch 18-Stunden-Streams oder so. Aber meine Stimme, Leute, die hält halt nicht so lang durch. Aber vielleicht bis... Jeder. Aber vielleicht bis nächstes Jahr November, wenn das Jubiläum ist, das Streamer-Jubiläum, vielleicht geht es meiner Stimme bis dahin schon viel besser und das, sowas ist vielleicht dann wieder möglich. Oh, das ist meine Hoffnung ein bisschen. Weil gestern im Stream sogar, gestern hat im Stream meine, also war mein, war im Stream, oh lol, war im Stream meine Stimme richtig fein, also der ging's richtig gut. Ich habe halt an der einen Stelle ein bisschen zu viel geschrien, aber wie gesagt, das war ganz natürliche Heiserkeitsbildung, wenn man das so sagen kann. Es hat sich sehr natürlich und gut angefühlt, deswegen, das war alles okay und sollte so. war sehr gut. Ich habe auch nur 2 Stream-Mats genommen. Eigentlich nur einen vorsorglich vor den Stream und dann später einen, als ich gesagt habe, upsi, jetzt habe ich das Gefühl, ich werde heiser. Aber sonst in den 4,5 Stunden oder was habe ich nichts gebraucht, hat mich richtig gefreut. 12 Stunden Katzen-Live-Übertragung. Ja, die laufen doch die ganze Zeit rum oder pennen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist. Stream-Meds, ja, meine Medications für den Stream, dass ich durchhalte. Ich hoffe mir mal, dass der jährlich 18 Stunden Sommer-Stream was wird. Nee, also im Sommer würde ich, glaube ich, noch erst... Ich würde einen 12-Stunden-Stream, wenn, dann machen. 18, never. Glaube ich nicht. Oh ja, ich will coole Dinge machen. Auf jeden Fall hatte ich richtig Bock. Mit allen deutschen VTubern in einem Battle Royale. Das klingt irgendwie nicht sehr geil. Wo bin ich denn jetzt? Oh, hier regnet es ja richtig rein, lol. Ginger Uwu. Es gibt Pharmakram für Streamer. Nee, das ist nicht für Streamer, das ist für Sänger. Oder für Synchronsprecher oder so. Leute, die halt reden. Ich spiele Vanilla Minecraft. So. Anime Megumin, komm morgen in den Stream um 18 Uhr. Dann kannst du die Fragen nochmal stellen. Oder schreib sie. Schreib sie unter meinen Tweet. Ich werde morgen diese Fragen beantworten in meinem Stream. Also alle möglichen Fragen rund um VTubing. Gerne auf diesen Link klicken, den Lini reingeschickt hat. Und ja, da kommt ihr zu meinem Tweet, könnt da eine Frage runter reinstellen. Leider nur kurz hier. Das ist okay. Das ist okay. Ich mach hier nur so ein bisschen Frühstücksfernsehen. Ich mache noch nichts Großes. 12 Stunden Stream wäre halt blöd, wenn es unter der Woche wäre. Wieso das denn? Wieso das denn? Da können doch Leute einschalten und wieder abschalten, wann sie wollen. Das ist ja gerade das Coole an 12 Stunden Streams, dass wenn du erst spät kannst, ist der Stream noch am Laufen. Wenn du erst nur früh kannst, ist der Stream noch am Laufen. Das ist doch alles geil. Das ist doch nice.
Suchst du noch Spiele zum Streamen? Nee, eigentlich nicht, weil ich habe viel zu viele Spiele. Astronia habe ich gespielt und mag ich überhaupt nicht mehr. Bitte nicht. Na. Aber haben wir wirklich genug gespielt schon, Astronia? Ich spiel Java. Das gute Java spiele ich. Das Lava, das ist eigentlich schon mal kein schlechtes Zeichen. Oh lol, das, Habe ich überhaupt gerade irgendwas gemacht? Habe ich was gecraftet oder irgendwas weggepackt oder so? Nee, ne? Ich glaube, ich war ein bisschen brain AFK, weil ich zu viel Chat... Ich bin hauptsächlich reingegangen, um Chat zu lesen. Kann das sein? Nee, ich wollte doch was... Ich wollte doch was machen. Erstmal kann ich das hier wegpacken. Oh, ein Pat-Pat. Oh, ja. Dankeschön für das Pat-Pat, danke. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich wahrscheinlich noch mal ein paar Fackeln gebrauchen könnte. Deswegen mache ich mir noch mal ein paar. Obwohl, nein, ich verarbeite die einfach direkt alle zu Fackeln. Scheiß drauf. So. Ich hoffe, Ginger kommt heute... Hört ihr das? Alter, die Katzen prügeln sich gerade hardcore im Hintergrund. Schade, dass ich noch keine Katzencam habe. Okay, das wird auch ein Ziel für nächstes Jahr. Endlich eine Katzencam integrieren. Ayrak, du darfst mir Infos geben. Ich kenne die Patchnotes nicht. Ich habe bis zum letzten Stream nicht mal gewusst, dass es, dass da was Neues gibt. Ach, jetzt habe ich meinen ganzen... Oh, ich bin ja auch doof. Jetzt habe ich mein ganzes Holz verbraten. Jetzt kann ich natürlich keine Tools mehr craften. Scheiße. Die essen die Kamera einfach. Nee, das tun sie nicht. Alles gut, Mann. Leute, ich muss... Mir fällt gerade auf, ich muss ganz dringend aufs Klo, Alter. Ich war heute Morgen noch nicht. ich packe euch mal ganz kurz in den Pausebildschirm. Sorry, Leute. Sorry. Ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz aufs Klo. Ah, okay. Boop. Einmal kurz eine Pause, bitte. Bis gleich. Ich bin gleich wieder da.
Na, ich bin wieder da. Hallo. Hi, na. I'm back again, back in the hood. Hi. Oh Gott, was kommen denn so viele Follows rein? Das ist ja ekelhaft. Warum sind so viele Menschen hier? Bah, bah. Oh Gott. Hattest du nicht meine Katzencam? Ganz kurz. Oh, die Cam wird gerade benutzt. Für diverse Dinge. So, hallo Leute. Kann das Spiel wieder da sein? Hi. Falls ihr fragt, was war, falls ihr euch was fragt, ja, ich habe vom Klo aus wieder Tweets geliked, ja. Sorry. falls Leute wieder fragen. Wow. Ist das nicht normal? Ja, aber dauernd bin ich auf dem Klo im Stream. Ich gucke dann kurz auf mein Handy, um zu gucken, ob irgendwie die Welt untergegangen ist oder so. Ich weiß nicht, wenn ich 4 Stunden streame, dann kriege ich mittlerweile muss ich doch sagen, ich will ja nicht sagen, ich will nicht komisch damit klingen, aber mittlerweile, wenn ich mal 4 Stunden lang nicht auf mein Handy gucke, dann explodieren meine Notifications auf allen möglichen Social Media. War vor 2 Jahren bei mir auch noch nicht so. Mittlerweile ist das schon ganz schön heftig. Und macht das Pferde. Viel Erfolg beim Einkaufen. genau, und deswegen bin ich dann immer, habe ich so den Drang mal zu gucken, was abgeht. Und wenn ich dann schon auf dem Klo bin. Und ja, das Einfachste und Schnellste zum Überwachen ist dann danach halt auch Twitter. Und dann deswegen retweete ich oder like ich manchmal was, wenn ich im Stream auf dem Klo bin. Ich nehme auch mal mein Handy mit aufs Klo. Ja, ich glaube, das machen echt viele, oder? Hallo Quietschentchen, by the way. Hi! Hi! Alter, danke Marshmallow. Du schiebst Paranoia? Was? Paranoia? Wieso das denn? Nee, ich arbeite nur an sehr, sehr vielen Dingen gleichzeitig und erwarte von vielen Leuten Nachrichten. Beziehungsweise kann auch von sehr vielen Leuten angeschrieben werden, zwecks Kooperationen oder Leute, die mir Feedback für ein Projekt schicken oder andersrum. Die wollen, dass ich ihnen Feedback schicke und was weiß ich. Das hat nichts mit Paranoia zu tun, das ist mein Job. Dass man nicht zu lange auf dem Klo verbringt, nee. Mir geht es mal auf die Nerven, da zu lange zu sitzen. Aber so mal ganz kurz gucken, geht schon voll klar. So, was mache ich so? Ich streame gerade. Ich streame. So, dann habe ich jetzt hier so geilen Scheiß und dann kann ich mir jetzt auch, ich würde nämlich gerne am Anfang eher die Steintools benutzen. Bevor ich nehme ja auch mal eine Schaufel mit, ich weiß ja nicht, wo wir noch uns durchwursteln müssen. Das Roheisen kann auch hier rein. Warum habe ich das überhaupt mit? So. Business Ginger doing Business Stuff, ja. Au! Was soll das denn, du? Hoden-Kobold. Okay, danke. Sollen wir jetzt da runter oder zur Lava, Leute? Da habe ich halt noch nicht so viel ausgeleuchtet hier bei der Lava. Ist ein bisschen gruselig. Grüß dich, Ginger. Hallo, Night Owl. Du streamst? Nee, oder was? Was? Sorry. Ich gehe. Okay. Schön, dass du aber dabei warst und einen schönen Tag wünsche ich dir noch, ne? Ich hoffe, der Frühstückstream konnte dich wach machen ein bisschen. Emerald, stimmt, den muss ich auch gleich noch mitnehmen. Kann ich den Emerald mit der Steinspitzhacke mitnehmen oder brauche ich die Eisenspitzhacke dafür? Fickfrosch ist das bessere Wort. Fickfrosch. Ich mag Hoden, deswegen... Sorry, das ist klar. Ja. Ich brauche Eisen dafür, okay. Ich hätte es, glaube ich, einfach zur Sicherheit mit dem Eisen gemacht, aber... Eisen, okay. Ginger, warum? Alles gut. Ja.
Okay. Ha, Ente, willst du nicht mit meinem Stream zusammen frühstücken? Was ist denn los mit dir? Na gut, das merke ich mir. Ente, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Schön, dass du reinschaust. Oder reingeschaut hast. Wow. Dankeschön, Dr. Yeti. Danke für 9 Monate. Vielen lieben Dank für dein Sub. Dankeschön. Wow. Ich wollte gerade meinen Kaffee grabben. Was soll denn das, Alter? Ich war gerade so richtig genüsslich dabei, meinen Kaffee zu grabben. Was soll das, Junge? Verpiesel dich. Oh. Ach, mit Eisen kann ich alles, was in der Overworld ist, abbauen. Oh, das ist ein Tipp. Das habe ich vorher nicht gewusst. Lol. Ist das neu hier? Ja, ist klar. Oh, cool. Okay, was die Feuerkugeln machen, weiß ich actually nicht. Aber ein bisschen Obsidian, holy shit. Das kann ich hier zumachen, oder? Und dann benutzen, oder? Oder nicht? Ich weiß, ich habe noch nie ein Tor gemacht, tatsächlich. Ja, oh, nice. Au, oh. Oh, einmal kurz reingelaufen, das war jetzt nicht so gut. cool. I guess. Oh, ich soll gerade sitzen, okay. Oh, die Musik ballert plötzlich, voll laut plötzlich. So, ich sitze gerade. Ach, das sind so Kugeln, die kann ich auf Gegner werfen. Okay, das wusste ich nicht. So, ich mache hier mal einen Noob-Fallschutz. Mach ich gerne mal. Für mich Noob, der manchmal fällt. Geht es dir besser? Ja, mir geht es definitiv besser. Danke der Nachfrage. Nix geht jetzt auch, bis Dännchen. Schön, dass du reingeschaut hast. Ah, danke schön. Guten Morgen, Wolfroxas. Hallo, guten Morgen. Wie lange spiele ich schon Minecraft? Nicht lange. Im Verglichen zu manch anderen Leuten hier wahrscheinlich nicht lange. Ich muss gestehen, Minecraft mit Mods zu spielen, bringt dir irgendwie mehr bei, als Minecraft so zu spielen. Was ich sehr interessant finde. Wobei da ja viele Sachen neu dazu sind oder vereinfacht sind, ist es im Endeffekt doch irgendwie besser, um Minecraft zu lernen. Oi, das ist ja tief hier alles. Oh Gott, Alter, das ist ja schrecklich hier. Man kann die nicht werfen, das ist einfach nur ein Feuerzeug, was man einmal benutzen kann. Ach so. Leute, ihr werdet euch doch mal einig hier. Ich frage, was das ist und alle geben mir eine andere Antwort. Oh cool, ein Creeper. Och, Kacke. Der hatte eine kurze Zündschnur. Badumts. Ich habe gar keinen Badumts-Sound auf meinem Soundboard. Shit. Ich spiele Minecraft schon seit 8 bis 10 Jahren. Ja, ich habe das jetzt alle paar Jahre mal immer so ein bisschen gespielt. Aber jetzt habe ich hier mit Tom wirklich ein paar Stunden mal am Stück auch gespielt. Und wir üben halt Mods. Wir spielen die Academies hier durch, wo einem Mods beigebracht werden. Und finde es ganz interessant, was da alles gibt. Oh, es ist so echt teilweise super kompliziert. Diese ganzen Mods, die so die Maschinenmods und so, die gehen mir voll auf den Sack. Die sind mir viel zu kompliziert. Wenn du wie Nico und ich zusammen Stoneblock 2 spielst, dann wieder nicht mehr. Imagine, du bist permanent nur von Stein umhüllt. Du musst nur mit Stein am Ende bei Reaktoren rauskommen.
Ja, aber genau das bringt dir doch dann das Spiel halt nochmal richtig bei, oder nicht? Aber vereinfacht ist es dann nicht, das stimmt. Aber damit bist du auf jeden Fall wahrscheinlich richtig gut dabei. Oh, da sind ja richtig viele Creeper, holy shit. Okay. Zähl jeden Block auf. Das klingt sinnvoll. Okay, ich muss bei einem, bei einem Creeper sneaken und Schild vorhalten, okay. Wenn ich dran denke, versuche ich es mal. Was ist denn das? Diese geistigen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Ginger. Jonas. Hekate. Time to fall in the caves. Until now it all looked good. Ja, Below Zero, ich hatte bisher überhaupt keine Lust auf Subnautica. Wirklich nicht. Irgendwann kommt das, überschlägt es uns einfach. Und dann spiele ich das und suchte das einfach durch im Stream. Aber bisher irgendwie hatte ich noch keine Lust darauf. Ich weiß auch nicht warum. Das, liebe Ginger, ist Tropfstein. Krass, kam das neu dazu? Oder habe ich es einfach nur noch nie gesehen? Kann ja auch sein. Oh, wenn ich draufsteife, dann kriege ich Schaden? Aua. Das ist neu. Okay, gut zu wissen. Heiner? Hä, wo ist er hin? Der ist einfach weg. Alter, was kommen denn da für Gegner gerade rausgekrochen? Das Skelett schießt auch gleich auf mich. LOL. Oh. Was ist denn los mit denen? Ha! Ist ja eine ganze Kolonne hier, Alter. Fuck, von hinten war ein Creeper. Scheibenkleister. Da kam einfach von hinten ein Creeper. Ungeil. Ich glaube, das Eisenschwert nehme ich auch mal mit. Warum habe ich das eigentlich nicht mitgenommen? Ja, klar, Alter. Okay, ich schlafe dann nochmal kurz. Das sollte nichts mit meinem Loot machen, oder? Ich hatte auch gar nicht so geilen Loot da. Ich lache mir erstmal auf Japanisch einen ab. Oder? Das war doch so, oder? Ja, W stand für Lachen. Okay, gut. Shit. Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Fuck, das war jetzt nicht so gut. Ich glaube, dann schlachte ich auch mal ein paar Schafe ab, dass ich einen Spawnpoint auch innen habe. Der hier draußen ist zwar auch ganz cool, aber den werde ich wiederfinden. Weil das Dorf ist hier und ziemlich recognizable. Das werde ich auf jeden Fall wiederfinden. Tja, kacke, Alter. Hat mich richtig von hinten weggebumst. Nicht so gut. Das werde ich wiederfinden. Doch, doch, Leute. Das ist ja schon ziemlich offensichtlich hier. So. Vielleicht nehme ich dann auch ein bisschen Holz mit. Dante, danke für 6 Monate. Danke für dein Resub. Dankeschön. By the way, ne, wieder danke, dass fast 600 Leute hier sind. Ich habe keine Ahnung, Alter.
Ja. In den ganzen letzten... Oh, wir sind jetzt... Oh, wir haben... Ja, der Channel hat jetzt auch 63.000 Follows geknackt. Danke für die ganzen Follows. Krass, dankeschön. Oh, ein Putt-Putt. Oh. Dankeschön für das Putt-Putt, dankeschön. Nachdem mein Loot fallen gelassen wurde. Okay, Algard, gut zu wissen. Ich wollte nämlich gerade sagen, Alter, Creeper machen das aber dann nicht weg, oder? Gut, dann ist gut zu wissen. Alter, hier ist ja richtiges Fest, mal richtiges Buffet, Alter, die ganzen Schweine hier. Ich will nichts sagen, weil das ist schon ein bisschen geil. Neue Welt, yes. Also, ich will zumindest in der Höhle da ein bisschen weiterkommen. Ich bin gerade sehr langsam gegangen, aber so gehe ich normalerweise in Höhlen vor. Die sind nur normalerweise nicht so riesig. Ich leuchte alles aus, damit mich nichts von hinten durchficken kommt. Also nichts nachspawnt. Und die neuen Gegner töte ich dann. Ne? Alles slow and steady. So wie gerade der Creeper, der mich trotzdem von hinten richtig... Na gut. Hat man gesehen? Ja. Psch. Seid leise. Was denn? High-Quality-Frühstücksfernsehen mit Abenteuer, Bacon und Explosionen halt. Ja, so muss das. Wie Kapu sagt. Oh, shit. Oh, Chili. Chili-Dudel. Zeigen Sie uns bitte Ihren Skin. Auf welchem Knopf ging das? Ich gehe erstmal rein. Ich würde das gerne mit der Kamera machen. Ich habe da letztens dauernd aus Versehen drauf gedrückt. Dann werde ich es jetzt, glaube ich, auch nochmal finden. Jetzt Leute wieder im Chat. Alt F4. Oh, ich bin stolz auf euch. Es hat noch niemand Alt F4 geschrieben. Wo war denn jetzt mein Haus, Alter? Mein Eingang. Ich mach den hier hin und finde den selbst nicht. Hier ist ein Hase. Tja, Rip. Hallo Mau, jetzt ist Mau ja auch hier. Ja, gucke mal. Krasser Scheiß. Ich bin schon wieder zu weit gelaufen, der war da hinten, der Eingang. Na, jetzt ist mir auch egal, jetzt gehe ich wieder von oben rein. So, schönig-dönig. Chat gibt nur hilfreiche Tipps, natürlich, immer doch. Max, dankeschön für wunderschöne 4 Monate. Moin, moin. Moin, 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 würde ich sagen. Oui. So, ich mache mir hier unten jetzt auch mal ein Bett, wie gesagt, dass ich hier schneller respawn. Boop. Ich könnte mir damit halt Rüstung machen. Ding. So ein bisschen was vom Fleisch hier lassen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Und ein paar mehr Stöcker sind, glaube ich, auch ganz geil. Was hatte ich denn noch nicht? Ich weiß es nicht. Bevor ich jetzt was doppelt crafte, gehe ich lieber wieder. Zeit, unseren Loot zu holen. Da unten liegt er. Seht ihr das? Oh, irgendwie... Mein Chat scrollt gar nicht mehr mit. Meine Items sind gleich weg. Also 10 Minuten sind, glaube ich, noch nicht vergangen. Und sehr viel wichtigen Scheiß hatte ich jetzt auch nicht. Die ganze Kohle wäre jetzt schade gewesen und das Obsidian und so. So. Welchen Anime schaue ich gerade? Schaue ich gerade ein Anime? Muss gerade überlegen. Schaue ich gerade ein Anime? Achso, ihr wolltet noch den Skin sehen, stimmt. Yeah, look at me. Look at me.
bin ich nicht hübsch, ja? Das hat Nego richtig schön gemacht, ne? Sogar mit den Hörnern. Ach, ich habe 5 Minuten Zeit. Scheiße. Ja, dann hätte ich mich doch ein bisschen mehr beeilen sollen. Very beautiful. Oh, shit. So. Boah, das ist so groß hier. Hier sind auch überall Schatten. Kein Wunder, dass hier irgendwas spawnen kann. Hier ist ja noch ein. Lol, was geht denn hier? Was ist denn hier los? Geil. Ich hab Hunger. Ja, dann iss was. Mein Guter, iss was. So, dann packe ich mal den ganzen Shit hier weg. Die Truhe auch, meinetwegen. Das hier wieder anziehen. Was hatte ich noch? Hatte ich nur die Schuhe an? What? Hatte ich nicht noch einen Helm oder so? Oder eine Hose? Ja, okay. Habe ich den Helm übersehen? Ich spiele Osu nicht. Wird vermutlich den Spalt runtergefallen sein. Ja, zu spät. Jetzt habe ich mir nochmal eingecraftet. So. Upp. Andi sieht. Okay. Also hier so Steine kann man eigentlich auch immer gebrauchen. Okay. Okay, let's go further. Oh shit, mein Kaffee ist alle. Ich wollte gerade so einen Sip nehmen, dann merke ich, da ist gar nichts mehr drin. Shit. Kann sein, dass der Helm kaputt gegangen ist? Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Sorry, ich musste mal ganz kurz... Ich habe vergessen, meine Maus wieder richtig anzuschließen. So. Das ist gesunder für meine Schultern. Wenn ich richtig sitze. So. Alter Leute, danke für die ganzen Follows. So viele Follows. Danke, danke, danke. Kaffee alle. Ja, mein Kaffee ist alle, aber ich merke schon, das trocknet meine Stimme ganz schön aus. Muss ganz schön aufpassen, dass ich nicht anfange zu brummen wie ein Bär. Das ist nicht so gesund für die Stimmbänder. Hallo, könnte ich... Achso, ich brauche das Fleisch gar nicht. Hä, ich dachte irgendwie, ich hätte gerade aus dem Augenwinkel gesehen, dass mir ein bisschen Leben fehlen. Habe ich mich wohl verguckt. Oh, was ist hier? Lol. Warum ist da so ein riesiger Spalt so random drin? Die Leute so, riesiger Spalt. Ja. Was zur Hölle ist das hier? Minecraft. Alter, ich habe noch nie jemanden gesehen, der das so schreibt. Holy fucking shit. Hier ist Eisen. Aber das hast du extra so geschrieben, oder? Schon ziemlich... Ja. Kennst du Fall Guys? Yes. Habe ich einmal gespielt, dann nie wieder. War ganz schön eine Geldverschwendung eigentlich. Appreciate doch mal deinen riesigen Spalt. Bitte was? Hey Leute, was ist denn hier los? Hab's gekauft und nie gespielt. Ja, dann kannst du es doch noch refunden, oder? Oder wie funktionierte das? Warum sollte man das dermaßen falsch mit Absicht schreiben, was lustig ist? Alter, Alex, verstehst du keinen Spaß? Es war vor locker 6 Monaten, echt? Aber wenn du es noch nie gespielt hast? Nee, geht nicht? Na gut. Ah,
Du hast einen Zombie. Ja, was weiß ich denn? Lol, da sind zwei plötzlich. Und da ist einer hinter mir. Lol. Was macht ihr alle hier? Was für eine Kolonne? Lol. Oh, geh mal Nutella-Brot futtern. Ist das eine Aufforderung oder machst du das jetzt? Weil wenn du das machst, dann wünsche ich dir guten Appetit. Kupfererz scheint irgendwie so sinnlos, deswegen nehme ich das nicht mit. Habe ich keine Steinhacke mehr? Warum nicht? Was machst du denn jetzt hier? Der ist von oben gespawnt und dann runtergefallen. Wo habe ich... Ich glaube, ich habe hier noch nicht annähernd gut ausgeleuchtet. Kann das sein? Da oben. Ist da ein Mob-Spawner? Oh! Ha! Aha. Deswegen waren da plötzlich so viele. Hä, was sind denn das für Höhlen? Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Wie komme ich denn jetzt hier raus wieder? Hallo? Ich bin einfach hier wieder jetzt. Sehr irritiert. Ich bräuchte mal ein eigenes Texture Pack. Wieso das denn? Ich bin doch jetzt nicht so der krasse Minecraft-Streamer, dass man von mir ein Texture Pack bräuchte. Aber ein Soundpack. Wäre das nicht nice? Ein Ginger Soundpack. Die Zombies. Oh mein Gott, ein Ginger Soundpack. Ich hätte da voll Bock, einen Stream zu machen. Nyanas hat das ja auch mal gemacht. Aber tatsächlich auch bevor Nyanas das schon gemacht hat, dachte ich mir, Alter, sowas wäre mal voll lustig, oder? Oh. Warum habe ich den Spawner abgebaut? Hier, damit keine Zombies mehr spawnen. Leute, warum ist da so viel verrottetes Fleisch drin? Hat das irgendeinen Nutzen auch noch, außer Scheiße sein und das Inventar verstopfen? Ginger Soundpack ist eine riesige Marktlücke. Ich würde das nicht verkaufen, das wäre kostenlos. Und warum sollte ich das verkaufen? Ashuramaru, bis später. Ich kann es mit Villager noch traden. Na gut, dann nehme ich das doch mit. Habe ich mich eigentlich bedankt für Jenny LSD? Mahlzeit, danke für 4 Monate. Das ist schon ein bisschen her leider, 10 Minuten schon. Ich hoffe, du bist noch da oder bist mir nicht böse, dass ich deinen Resub übersehen habe. Dankeschön aber, danke. Mm. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Sieht alles so anders aus hier. Ach, da hinten ist die Lava. Ich bin jetzt irgendwie auf der anderen Seite gelandet, okay. Nee, hier sind aber Fackeln. Nix mit anderer Seite. Ach, ich bin irritiert. Moin, moin! Früher konnte man das zu Leder craften, heute nicht mehr. Oh, ich sehe. Boah, wenn jetzt was von hinten mich wegflickt, ne? Schwierig. Ja gut, aber dann hatte ich recht, ich bin jetzt auf der anderen Seite gewesen.
Kikyozuru, ist das richtig? Ich weiß leider nicht. Kiki? Das könnte man auf verschiedene Arten aussprechen. Danke auf jeden Fall für deinen Schubbeldi-Sub und willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. So, dann wird jetzt ein bisschen Eisen geschmort. Geschmortelt. Und Schallplatten eingepackt und ja, mein Bett zugebaut und dann wird geschlafen, so. Der war der doofe Teilen-Button im Weg. Oh Mann, so ein Kack, jetzt muss ich meinen Zap auch noch teilen. Oh, na gut. Nee, es tut mir leid, ich übersehe die nicht extra. Ich bin manchmal auch einfach so vertieft oder die Musik ist laut und dann höre ich das nicht. White Rabbits, auch dir danke für deinen Sub. Danke, willkommen bei den Ginger Ninjas. Danke schön. Ah. Ein Ginger Knight. Du willst ein Ginger Knight sein? Das ist in meinem Kopf schon so negativ behaftet. Ginger Knight, bitte nicht. Ich brauche keine White Knights. Bitte nicht. Was brauche ich denn für die, die da 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7? 7 brauche ich. Gib mir bitte noch eins. Gib mir noch ein Eisenstückchen her. Ich könnte auch eine neue Hacke gebrauchen. Leute, ich habe jetzt nicht diese Mod, womit ich sehen kann, wie ich Dinge craften kann. Was brauche ich, um so einen Schleifstein zu machen, um meine Sachen zu reparieren? Macht das überhaupt Sinn? Ist das überhaupt sinnvoll? Ginger Knight? Neidisch sein, dass man keine Ginger ist? Scheiße, Mann, ich wäre auch gern Ginger. Leute, glaubt mir, er wollte nicht ich sein. Habe ich meinen ganzen Stein weggepackt? Ich habe nicht mehr viel Stein, shit. Da ist nämlich ein Loch, das hat mich gestört. Spielen Sie eigentlich Java oder Bedrock? Java und bitte, bitte. 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 Sieht's mich nicht. Bitte tu das nicht. So. Schleifstein ist nur für Versauerungen. Was sind denn Versauerungen? Du meinst Verzauberung, oder? Ach, das macht man mit einem Amboss. Aber Frau Ginger. 3 Eisenblöcke und 4 Eisenbarren. Boah, okay, nee, das ist mir zu teuer. Dann crafte ich das erstmal so selbst. Versauerung. Also ja, kann man machen, I guess. Oh boy. Okay, ich kann direkt auch wieder mehr Fackeln. Alter, wie viele Fackeln ich verbrauche hier. Tja, so, gehen wir weiter. Ach, da hatte ich noch Stücke, habe ich gar nicht gesehen. Hallo Welt! Oh, Mandy ist auch da. Du hast jetzt auch Frühstück. Guten Appetit wünsche ich dir dann. Wieso können wir sie nicht siezen? Wisst ihr, Leute, ne? Wisst ihr, wie siezen funktioniert? Normalerweise siezt man jemanden, wenn man besonders höflich sein will und denjenigen noch nicht kennt und sagt dann, ne? Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, Herr Müller. Oder was weiß ich, ne? Du sprichst dann die Leute auch mit ihrem Nachnamen an. Leute, die Sache ist, ihr sprecht mich ja nicht mit meinem Nachnamen an. Ihr sprecht mich mit meinem Nick, beziehungsweise mit meinem Vornamen an. Und dann macht es überhaupt keinen Sinn, dann ein Sie davor zu setzen. Das wirkt einfach richtig billo. Das wirkt einfach richtig stupid. Ich meine, die meisten... Heißt man, dass man das dich... ja, bei dir, hier, Frau Mautzenberger, da würde es irgendwie passen. zumindest im Setting. Ist auch ein bisschen weird. Ist es immer weird, Influencer, Streamer und
ja, Leute, ja, oder mit Künstlernamen zu siezen. Das ist ganz komisch. Na, wenn ihr meinen Nachnamen habt, dann könnt ihr mich meinetwegen auch siezen. Aber das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ihr wirkt richtig, ihr macht euch richtig lächerlich. Also ihr, die meisten im Chat machen das ja überhaupt nicht. Ich sag das jetzt so, weil ich kriege wirklich tatsächlich sehr häufig E-Mails oder Nachrichten, wo jemand mich siezt und dann sehr geehrte Frau Ginger schreibt. Und ich kriege einfach nie die Krise. Schreibt doch bitte einfach Hallo Ginger. Oh Mann. Ginger Bergbus. Ja, toll. Hey Ginger, wie geht es Ihnen? Nein! Also wäre zumindest ein bisschen besser. So. Ja, also ganz ehrlich. Die meisten finden es auch viel. Ja, nehmen euch auch ernster, wenn ihr sie nicht seht. Tatsächlich. Ich weiß, das kriegt man in der Schule so beigebracht, wenn man Mails schreibt, dann zu siezen, aber please don't do this. Wenn es geschäftlich ist, wenn es geschäftlich ist, schreibst du bitte nicht sehr geehrte Frau Ginger. Du machst dich richtig lächerlich. Wenn es geschäftlich ist und du schreibst mich mit meinem, sprichst mich mit meinem Nachnamen an oder mit einem vollen Namen, dann geht das. Aber doch nicht sehr geehrte Frau Ginger. Stellt euch mal vor, ich würde nicht Ginger heißen und man schreibt mich an mit sehr geehrte Frau Minecraft HD LP. Was ist denn das? Das ist ja richtig. Dann nenn mich doch bitte einfach. Oder Anime Lover 6000. Sehr geehrte Anime Lover 6000 oder sowas. Ich weiß, so einen komischen Namen habe ich jetzt nicht, aber im Prinzip schreiben die Leute das ja, weil sie es nicht besser wissen. Stell dich mal vor, ich würde so heißen. Dann würde ich ja auch so angesprochen werden. Das wäre richtig dämlich. Hallo Milka, hallo. Astolfo, dankeschön für 6 Monate, meine fucking Güte. Dankeschön für dein Resub. Dankeschön. Sehr geehrte Frau XXXX Anime TV XXXX. Ah, ja, das will ich nur dazu sagen. Das gilt auch wahrscheinlich für sehr viele andere. Vor allem Streamer. Also im Streamchat müsst ihr niemanden siezen. Also, das ist auf jeden Fall. Sehr geehrter Herr Darklord Pussykiller. Baka Uwu Girl. Ja, also habe ich das Nickname-Game gewonnen, wenn ich gesiezt werden will in meinen E-Mails. Ist auch irgendwie weird. Aber irgendwie passt das Naming-Theme technisch bei dir halt besser. Wenn du verstehst, wie ich das meine. So, Alter, ist das tief. Ich bewege mich nur sehr langsam vorwärts. Hier sind ganz viele Fledermäuschen. Da ist ein Kreper. Da ist ein Kreper. Boah, danke für den Tipp, aber mit dem Ducken und so. Mein Schild ist mir bestimmt nicht so dankbar dafür. Aber das ist okay. Na, Ginger, du olle Bergziege. Danke. Oh, lol. Hier geht's ja plötzlich richtig tief runter. Ui. Oh, lol. Das ist mir alles nicht geheuer hier. Scheiße. Ich kenne dich von TikTok. Ich habe schon so lange wieder kein TikTok hochgeladen, ne? TikTok ist aber auch echt nicht so Priorität bei mir. Keine Frau oder Herr für einen Nickname gestellt bei Anschriften. Ich sag auch, wenn dann. Es wird kein Frau oder Herr für einen Nickname gestellt.
Ist das jetzt so ein generelles Ding? Bei vor allem Nickname, vor allem. Das verstehe ich mal, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. TikTok ist für Loser. Was? Wer schreibt das denn in den Chat, Alter? TikTok ist für Loser. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, TikTok, wenn man TikTok macht, hat man die Kontrolle über sein Leben verloren, weil das kann ich unterschreiben. Oh. Aber ja, für Loser, ich glaube, die Leute, die da Content machen und erfolgreich sind, die haben schon ganz schön gewonnen in ihrem Leben. Also nicht sehr geehrte Damen und Herren, oder geht das wieder? Sehr geehrte Damen und Herren habe ich aber auch noch nie geschrieben. Ich finde, das klingt so dämlich. Das hat man zwar so beigebracht bekommen, aber ich schreibe immer, das ist mir zu, das ist immer so, das klingt immer so richtig, weiß ich nicht, richtig doof irgendwie, finde ich. Alter, wie komme ich denn da runter? TikTok und ist Müll und niemand kann meine Meinung dran ändern. Ja. Zum Glück will das auch keiner. Ich werde es trotzdem benutzen müssen. Ich bin ein bisschen... Ach, ich kann da hinten ja auch runter. Sorry. Nee, dann gehe ich hier runter, bevor ich da so eine ganz komische Treppe versuche zu bauen. Ach du Kacke, was ist denn das hier? Eimer mit Wasser und dann runterfließen lassen. Ja gut, den habe ich jetzt nicht. Ein Eimer mit Wasser. Aber das wäre natürlich wirklich praktisch gewesen. Den hätte ich auch mitnehmen sollen. Deine Mom hat TikTok runtergeladen. Solltest ihr dann helfen? Oh, ich finde, TikTok erschlägt einen auch so ein bisschen, ey. Am Anfang. Aber als ich dann die Funktion gefunden habe, auf mein Profil zu swipen, wo ich sicher bin, vor jeglichen Clips, die mir automatisch vorgespielt werden bei TikTok. Seitdem mag ich die, also mag ich die App schon ein bisschen lieber. irgendwie geht es hier auf jeden Fall nicht mehr so geil runter. Wie vorher. Teach me the function. Hä? Du musst einfach nur auf dein Profil. Oh nein! Duck Dicky, no! No! Dankeschön für 5 Subgifts, I guess. Dankeschön. Danke. Boah. Gleich dein Würfel nicht die dämliche For You-Page? Nee, ich glaube, nee, Mau. Also wenn das geht, wüsste ich nicht wie. Aber das wäre natürlich nicer, wenn man halt direkt per Default auf sein Profil startet. Nee, ich mache einfach, bevor ich die App öffne, mache ich immer meinen Sound runter und dann swipe ich kurz durch. Heiner, ihr süßen Zombie-Wombie-Lines. Tom, du hast bestimmt schon ein Brötchen gemacht, oder? Du kannst es auch um 12 machen. Sorry, ich wollte nur Tom an seine Pflichten erinnern, die ich ihm aufgetragen habe. Ist das Redstone da? Irgendwas rot, das sieht nicht aus wie Redstone. Oh, hier ist ja schon eine Fackel. So, ich bin mal ganz kurz am Durchrunnen. Alter, ist das groß hier! What? Ich krieg die Krise. Ich habe gelesen, dass wir ein Wassereimer sind. Ja, Chat ist ein riesengroßer Wassereimer.
Was sind das für Steine hier? Ist jetzt irgendein Dungeon hier oder was ist das? Lol. Boah, ich dachte gerade, da platzt irgendwas. Neue Rezepte verfügbar. Cool, ich habe Schießpulver gekriegt, ne? Ja, oder Schwarzpulver. Das ist ein sehr seltenes Biom. Ach, echt? Warum sind fast 700 Leute hier? Müsst ihr nicht arbeiten oder so? Die meisten haben Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr. Also die meisten Leute nehmen sich da Urlaub. Es gibt natürlich Leute, die müssen da arbeiten, aber ja. Und die anderen, die hier sind, haben wahrscheinlich Ferien, weil normalerweise sind zwischen Weihnachten und Neujahr Ferien. Oh Gott, ich habe keine... Okay, ich habe hier noch einen Stack mit. Du bist im Homeoffice und hast gerade keinen Auftrag. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Aber ich frage mich natürlich auch, warum 700 Leute wieder hier sind. Ach du Kacke. Krankgeschrieben. Oh, okay, kaputt. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, krank sein. In einer ebenen Gegend findest du von denen ganz viele. Okay. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, neu, neu. Das ist alles für mich neu hier. Neuland. Oh. Urlaub, guter Witz ist das. Ja, Tom hatte zum Beispiel frei über Weihnachten und so. Alter, Flo ist ja hier, hallo. Na du? Hi. Oh, ich finde die Frühstücksstreams sind aber auch immer richtig comfy. Allgemein irgendwie. Ich finde Minecraft ist einfach perfekt für Frühstücksstreams. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe ja mal Slime Ranger zum Frühstück-Stream gespielt, aber das war nicht so meins. Ach, Einzelhandel. Gut, ja, Tom muss ja auch jetzt ab und zu arbeiten, auch am 31. Weil, ne, Pizza. Die wollen natürlich gerade auch an Silvester Pizza. Die Leute wollen ja gerade an Silvester auch Pizza haben, so. Deswegen, ja, ist auch nicht so schön, aber na gut. Jetzt habe ich die Fackel abgebaut, super. Wie lange hält ein Abo? 30 Tage. 30 ganze Tage kannst du die Vorteile genießen, auf meinen Discord zu gehen und meine Emotes zu benutzen. Mhm. Das ist richtig belastend. Naja. Wahrscheinlich muss er nicht allzu lange machen. Vielleicht. Wow. Vielleicht wahrscheinlich. Hä, Minecraft ist das einzige Spiel, das ist ja doch Redstone, oder? Wo ich nicht ausraste. Doch, ist Redstone, lol. Wo ich nicht ausraste? What? Ich glaube, Mario ist das einzige Spiel, wo ich ausraste. Alter, jetzt kommt da voll die Kolonne wieder rüber hier. Was ist denn das? Was soll denn das? Okay, da unten ist Lava. Hä? Okay, das sind Höhlen. Das sah aus wie irgendein Vieh. Wie die Spinne hier hochkraxelt. Hallo? Heiner? Da ist ein Spawner oder so, oder? Das kann doch nicht sein. Boah. Hast du eins geschenkt bekommen, mein Sub? Ach so, nice. Das ist doch gut. Dass die Spinne mich nicht sieht. Da ist ein Creeper.
Oh, da hat ein Skelett mich beschossen. Da war Gold. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh, Leute, ne? Jetzt ist das dritte auch noch aufmerksam auf mich geworden. Ach, jetzt beschießen die sich gegenseitig. Gut, macht mal ihr beiden. Scheiße. YouTube Dragonfly, da hallo. Und sind die beiden jetzt tot? Nee. Der eine muss ja den anderen erschossen haben. Boy, das gibt's doch nicht. Boah, dieser Friedhof, dieser Pfeilefriedhof hier jetzt gerade. Ach du Kacke, da oben schwebt noch mal die Spinne. Immer noch. Oh Lord, was ist denn los hier? Sorry, ich kann auch gerade voll wenig in den Chat gucken. Das mag ich nicht, dass sie mir so nah sind. Oh, Silberwölfchen, danke für 3 Monate. Dankeschön. Wieder tolle Emotes, yay. Dankeschön. Freut mich. Und Lil Mark, danke für 2 Monate. Danke für eure Resubs. Guten Morgen. Warte, warum bekämpfen die sich gegenseitig? Das passiert, wenn die sich aus Versehen anschießen. Dann werden die aggro aufeinander. Lol. Ich weiß etwas, was jemand... Was Nebu hat das durchgeschrieben. Ich weiß etwas, was ihr nicht wisst. Wow, jetzt fühle ich mich doch ein bisschen superior so. Alter, ist das riesig hier. Da oben ist Lava. Oder so. Oh, das war ein Creeper-Sound. Ich hasse dich! MK92, was soll das? Nein, ich hasse dich. Oh boy. Das war nicht nett. Guten Morgen. Ich habe irgendwas gehört. War das wieder ein Sound? Nee. Boah, bald habe ich halt auch keine Fackeln mehr, ne? Wenn ich mich am MK rächen will, dann brauche ich Müsli. Oh, Müsli ist schon was Nices so. Ich habe deinen alten YouTube-Channel gefunden. Warum hast du da nicht weitergemacht? Weil ich Twitch-Streamer geworden bin. Ja, ich habe keinen Spaß mehr an Let's Plays gehabt. Aber da ist doch sogar mein Channel-Trailer, wo ich erkläre, warum ich zu Twitch gewechselt bin. Habe ich sogar als Channel-Trainer-Trailer macht. Aber mir geht es tatsächlich auf die Nerven, dass so viele Leute fragen. Ich habe den extra online gelassen, damit Leute sich den angucken können. Stattdessen werden dauernd nur doofe Fragen, die mich nerven, gestellt. Ich glaube, ich muss den mal unsichtbar machen, den Channel. Also, ich hoffe, das geht, dass ich die Videos drauflassen kann, aber dass der Channel halt nicht mehr da ist. Der ist nicht mehr auffindbar quasi. Aber ich selbst kann halt die Videos darauf noch sehen.
das Gold? Deswegen muss ich mal gucken, ob das irgendwie möglich ist. Alter, was ist das für eine Höhle hier? Und da unten, da sind da und so Magma-Dinger. Lol. Da war noch ein Strecken. Upsi. Warte, ich hole erstmal das Gold hier. Gold in meinen Mund. Aber die Erze sehen irgendwie anders aus, oder? Die sind irgendwie so groß. War das vorher auch schon so? Wer ist denn alles hier? Ach du gute Güte. Wie, was? Ich gucke mir nie Channel-Trailer an. Naja, aber wenn der Channel-Trailer irgendwie ist, hey, ich höre auf, dann schon der Titel so heißt, dann könnte das vielleicht was bedeuten. Dann sollte man das vielleicht nicht einfach so wegdrücken. Die sind jetzt auch allgemein größer. Ach, ist das so? So, jetzt erstmal in die Lava fallen und sterben. Geil, ich habe auch keine Blöcke mehr. Super. Stell mein Gamma hoch, dann siehst du alles. Und dann? Ich sehe doch eigentlich gut genug. Jetzt gerade zumindest. Alter, die leuchtenden Squids da hinten. Ah, jedes Erz hat eine einzigartige Form für Leute mit Farbschwäche und sowas. Oh, das wusste ich gar nicht. Krass. Aha, aha. So, hier ganz schnell noch mehr Fackeln. Ja. Ja. Tom macht jetzt Brötchen. Ginger, machst du heute noch am schönen hellen Tag? Ja, was? Ich glaube, du hast deinen Satz nicht beendet. Brötchen, ja! Andest! Och nö. Danke für 9 Monate. Mit der Nachricht, auch nö. Finde ich gut. Wegen Farbblindheit helfen. I see. Ach so, das wusste ich gar nicht. Stimmt, daran habe ich halt auch gar nicht gedacht. So. Aber wie lange ist dieses Spiel bitte draußen? Und jetzt implementiert man sowas. Na gut, aber ist ja trotzdem nicht schlecht. Ach so. Nee, Strecken noch nicht. So, ich habe mich gestreckt, hat sehr gut getan. Da hat er mir in den Poppes geschossen. Danke fürs Patpat. War sehr gut. Hat mich sehr geschmeichelt. Ist hier nochmal. Da ist auch Lava. So, wo ist der Dude? Ah! Genau hier. Genau reingelaufen. Fuck. Gott. So. Ja, interessant. Krass. Oh. Da will ich gleich auf jeden Fall mal reingehen, um zu gucken. Aber hier ist nochmal ein roter Stein. Ein roter Stein? Was ich an diesem schönen Tag noch mache. Arbeiten. Ich muss noch ein paar Leuten schreiben. Muss tatsächlich auf meinen Blog gucken. Ich habe so einen Blog, da schreibe ich mir mal auf, was ich alles noch machen muss. Ja, ich muss noch ein paar E-Mails schreiben, ich muss Rechnungen machen. Theoretisch müsste ich auch mal meine Steuern machen.
Das wurde ich auch schon gestern, aber ich habe mich gestern doch gedrückt. Und was anderes gemacht. Ein roter Stein muss sein. Genau. Ja, essen. Ja, genau, ich muss kochen später. Morgen wird eingekauft für Silvester. Mhm. Na, wir brauchen ja Stoff. Wir wollen so Janka machen. Also Tom macht die. Tom kann das gut. Hattest du nicht einen Berater? Ja schon, aber trotzdem muss ich ja dem meine Steuern vorbereiten, ne? Also ich muss dem ja überhaupt erst zusammensammeln, was der sich angucken soll. Wow. Steuern? Ja, ich muss meine ganzen Rechnungen und sowas zusammensammeln. Ich mache das nämlich nicht direkt. Ein vegetarisches Gericht für Sojanka. Kann mir eigentlich vorstellen, dass das vegetarisch auch genauso gut funktioniert. Auch mit Alternativen vielleicht oder so. Weil ich finde, das Geilste daran ist halt immer noch diese saftige Soße. Also die Suppe halt. Nicht unbedingt das Fleisch da drin. Ein After-Christmas-Abo vom verschollenen Handwerker. Ich wünsche euch allen guten Rutsch. Oh, Kitaro, danke. Flohmann, dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch, falls man sich nicht mehr sieht und hört oder riecht. Und ja, Slimy-Senpai, auch dir danke für 4 Monate. Ah, danke für deinen Resub. Dankeschön. Das Reintunken vom guten Brot. Oh ja, Mann. So, da ist ein neues Skelett. Au. Oh Lord. Alles an denen, die Steuerberaterin abgeben. Wie meinst du das? Ich muss ja trotzdem, mein Steuerberater macht ja nicht meine Geschäfte. Die mache ja immer noch ich und dann muss ich die eigentlich nur noch irgendwo sammeln und dem schicken. Aber das Zusammensammeln habe ich halt nicht gemacht über das Jahr, weil ich faul as fuck bin. Und deswegen muss ich das jetzt zusammensammeln und dem dann schicken und dann bin ich fertig. Aber das dauert halt lang genug, weil ich ja viel zu viel Stuff mache. Also wenn ich jetzt so richtig was verkaufen würde und so, also so richtig, wenn ich jetzt ein richtiges Unternehmen wäre, das Waren einkauft und wieder verkauft, dann wäre das viel komplizierter tatsächlich. Ich finde das jetzt schon ziemlich kompliziert, weil ich keine Ahnung davon habe, aber ja, ich muss es eigentlich nur zusammensammeln, mehr nicht. Lol, kannst du bitte nicht mit dem Schwert das abbauen? Machst du auch Buchhaltung? Ja, muss ich, das ist das Zusammensammeln. Das Zusammensammeln ist die Buchhaltung. Du musst deine Geschäfte sammeln. Danke, Chat. Kai, Alter. Ich bleib hier überall hängen. Boah, hier ist halt so viel. Aber ich habe noch keine Diamanten gefunden. Bin ein bisschen sad. Also wenn Shop kommt, bin ich aufgeschmissen? Nee, das macht ja dann der Shop. Also Versand und so. Ich plane ja nur den Merch. Ich mache nur die Planung und spreche mit den Künstlern und so. Aber den Versand, ich krieg dann meinen Share und dann ist gut. Was ist denn das hier? Sieht voll gruselig aus. Hier oben ist Wasser.
Nur die Planung ist doch sicher schon einiges. Ja, schon. Aber das... Ja, das beeinflusst jetzt meine Steuern nicht, weil es darum ja jetzt gerade ging. Mit Artis zusammenarbeiten mache ich ja ohnehin dauernd. Gibt's immer noch auf Ebenen 15 und abwärts, nur sind sie weiter unten gehäufter. Okay, ja. Vielleicht habe ich auch schon welche übersehen oder so. Ohne, dass ich es gemerkt habe. Aua. Jetzt bin ich doch auf so einen Stein getreten. Boah, das ist so riesig. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Hello Neighbor. Ich hatte eigentlich nicht vor, Hello Neighbor zu spielen. Kann nichts versprechen. Vielleicht mache ich es doch irgendwann, aber ich glaube nicht. Aber wir haben ja, wir haben schon ziemlich viele Spiele, die demnächst gespielt werden, so. Oh, wo bin ich denn jetzt? Oh, lol, Alter. Ja, ich hab's schon mal ein bisschen aufgegeben, so wieder zurückzufinden. Nur die Sache ist, ich muss bald wieder hoch, weil irgendwann gehen meine Fackeln aus und mein Fleisch. Dann einfach gegenrechnen, ja genau, Milka. Das ist dann ziemlich easy, wenn der Shop das handelt. Das war mir auch wichtig, dass ich da nicht so viel Stress mit habe. Wie viele Fackeln habe ich noch? 51. Ich habe noch ein paar Stöcker. Und mein Inventar ist auch langsam ziemlich zugemüllt. Ah, cool. Nee, hier grabe ich mich mal nicht weiter runter. Es gibt genug Wege. Warum ist Yandere eigentlich auf der Blacklist von Twitch? Vielleicht, weil sie das, wahrscheinlich, weil sie das Spieldesign an sich irgendwie nicht so geil finden. Und weil du Panty Shots machen kannst. Das könnte vielleicht auch der Grund sein. Ah! Jetzt habe ich keine Stöcker mehr für Tools. Ja, ich glaube, ich versuche jetzt eh den Ausweg zu finden langsam. Also wieder hochzukommen. Warum bist du so cool? Ich würde mich nicht als cool bezeichnen. Ich glaube, das können viele unterschreiben. Oh Gott. LOL! Ist das Diamant? Wie groß ist der Scheiß hier? Das geht mir richtig auf den Sack, Alter. So groß. Oh! Jetzt bin ich wieder da, ob ihr wollt oder nicht. Hallo, Ferle. Welcome back. Da oben ist Gold. Kacke ist das groß hier. Holy shit. Okay. Jetzt beim Ausbuddeln erstmal Creeper-Sound spielen. Alter, Leute, mach mal nicht. Mach mal bitte nicht. Finde ich schön, wie die Leute das triggert, dass ich so vorsichtig spiele. Aber ich habe halt keine Lust, jetzt zu sterben, so. Auch wenn ihr das vielleicht toll findet, aber ich fände das jetzt nicht so nice. Hier sind sogar zwei. Lol. Bitte hol die Dias. Also wenn ihr jetzt schon so fragt, nö, dann lasse ich sie da. Ich gehe jetzt einfach so hoch. Okay, Leute, wie kommen wir wieder hoch? Ich glaube, wir kamen von da hinten.
Erstmal nehmen wir Eisen mit. Du musst die direkt abbauen, sonst verschwinden sie. Chat, na, ihr seid manchmal solche Honks, ne? Was ist los mit euch manchmal? Natürlich wollte ich die mitnehmen. Diese Schmerzen. Oh, lol. Ja, okay. Das lassen wir und gehen jetzt hoch. Weil meine Spitzhacke ist halt auch bei deinem Arsch. Sind jetzt 3 Dias. Das ist sogar gar nicht. Hier ist ein Schleim, Alter. Hallo? Süß. Wow. Wow. Dankeschön für... Wow. Wunderschöne 6 Monate Spieler gefunden. Dankeschön. Das ist, also 6 Monate ist schon echt einiges eigentlich. Das ist schon ganz nice so. Das ist eine Spitzhacke, ja. Da könnte ich eine kleine Spitzhacke draus machen. So. Also ich weiß. Oh, sorry, das ganze Eisen. Oh, Leute. Also der Creeper-Sound ist doch ekliger, als ich dachte hier unten. Der kriegt mich damit schon immer ganz gut dran, so. Das ist ja noch mehr als ob. Okay, jetzt gehe ich aber. Ich muss irgendwo da hoch. Ich weiß noch nicht mehr so genau wie. Ich weiß, dass ich von hier irgendwo runtergekommen bin. Sie hat gekommen gesagt. Mein Avatar hat heute ein creepy Lächeln. Ist es wirklich so? Hallo? Ich finde, ich sehe nicht anders aus als sonst. Komm, ich verstehe Comedy. Warte, bin ich hier nur einfach so hochgegangen oder kam ich von hier? Ich glaube, ich kam von hier. Hallo? Das lila Zeug da rechts ist wichtig. Echt? Macht man damit nicht nur Deko und so? Wie geht's euch ein? So, spiel grad Mario Party mit der Family, Alter. Krass. Nice. Klingt cool. Aber irgendwie bin ich doch hier hochgekommen. Bin ich einfach hier drauf gestiegen? Ja, ich glaube schon tatsächlich. Da habe ich die Fackel drauf gemacht und dann bin ich hier runtergesprungen. Bruchsteinschiefer. Ja, nehmen wir den Shit halt. Abenteuer Stuff saven, ey. Also so tief fahren wir ja gar nicht, oder? Ne? Was habe ich denn hier gebaut? Ah, da war der. Wir sind wirklich gar nicht so tief. Wenn da der Mob-Spawner waren, also wir jetzt ja... Guck mal, da ist schon das draußen. Da ist ja gar nichts. Ich dachte, wir wären richtig in den Untiefen verschwunden. Aber die Höhle ist auch einfach so breit. Die ist so hart breit, dass die richtig groß wirkt. Aber so tief war das gar nicht. Krass, wir sind schon wieder draußen. Easy. Wenn ich dabben könnte, würde ich jetzt dabben. Aber leider kann ich das nicht. Krass. Das ist schon ziemlich nice. Und da kriege ich auch erstmal einen Sub. Giga-Sub! Oh
Golders, the evil. Danke für 7 Monate. Guten Morgen, wünsche ich auch dir. Guten Morgen. Guten Morgen, ich muss auch für 2 Stunden mal schlucken. Ich habe kein Wasser mehr. Shit. Shit. Ah, oh, Susiazi, danke für deinen Sub. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Und The Evil, ne? Danke für dein Tier 3 Resub. Richtig heftig. Danke, danke, danke schön. 7 Monate schon. Holy shit. Wikinger Teddy, auch dir danke für 3 Monate. Danke für den Resub. Yeah! Dankeschön. So, roter Stein, Tropfsteinblock. Cool, habe ich auch mit. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Spitzer Tropfen, warum habe ich das einfach? Warum? Okay, Schnief. Achso, und Redstone kann ich ja auch mal das da reinpacken. So, dann wird jetzt halt mal so ein bisschen Eisen geschmolzen, ne? Ich habe nicht mal genug Stein, um einen zweiten Ofen zu machen. Ich muss mal ganz kurz hier. Der Block hat Drip. Da muss das im About Me Text noch angepasst werden. Leider kann ich den Text nicht anpassen. Ich habe für die Panels keine Datei gekriegt. Das muss jetzt für immer so bleiben. Oh shit. Warte, was ist jetzt? Was passiert gerade im Chat? Moment. Yay, gerne. Tom sagte doch, dass sie an ihren 30. arbeiten muss. Deswegen glaube ich, dass sie 29 ist. Was? Was? Nein, am 30. Wir haben heute den 28. Und am 31. muss mein Freund Tom arbeiten. Der 31. ist ein Wochentag. Das ist Silvester. Und wir haben darüber gesprochen, dass es Leute gibt, die auch an Silvester arbeiten müssen. Warum seid ihr manchmal so komisch? Wie kommt ihr denn auf sowas? Ja, manchmal, ich hab euch lieb. Manchmal für genau sowas. Ist schon manchmal sehr gut hier. Nein! Was denn? Knusprige Brötchen. Wie knusprig. Okay, knusprig. Gut crunchy. Ja, gut crunchy. Okay, es gibt crunchy Brötchen. Ich bin langsam richtig hungrig. Tom! Was denn? Kannst du mein Wasser auffüllen? Ich muss schlucken. Geschlagen! Mit meiner Wasserflasche, mit meiner leeren. Und dann habe ich geschrien und er stand in der Tür und hat mich angeguckt so. Und ich gucke zurück. Oh shit. Ah, danke fürs Pat-Pat. Scheiße. Boah, Tom, lüfte mal in der Küche. Der ganze Ofenschmock zieht in die Wohnung. Danke. Ah, Abuse. Ja, das war hochgradiger Abuse. Dankeschön. Nein! Nein! Tom, das Wasser schmeckt nicht. Die Flasche schmeckt nicht mehr. Müssen morgen neues Wasser kaufen. Soll ich dich mal kitzeln? Oh! Dies. So, danke. Ich habe jetzt Wasser gekriegt, deswegen schlucken! 2 Stunden streamen wir schon! Little Nightmares, Brady. Das kam von dir. Okay. Brady, da muss ich gar nichts mehr sagen. Danke. Gut. So. Alter, wir haben jetzt ja richtig viel Eisen. Hau rein, den Shit. Zeit für eine Rüstung. Und direkt mal neue. Oh. Kein Holz mehr.
neue Spitzhacke. Die eine ist jetzt fast tot, dann habe ich noch eine zweite. Könnten jetzt auch schon fast in den Nether, ne? Was, bist du krank, Rikasa? No! Rikasa. Sorry, irgendwie, das war jetzt ganz weird. Gute Besserung. Was hast du denn, Rikasa? Erstmal eine Viertelstunde Holz farmen. Stimmt, ich nehme jetzt mal... Ihr habt recht, ich sollte mal ein bisschen was am draußen. Wir sollten mal irgendwas draußen machen, an der frischen Luft. Ich weiß, ist widerlich, aber manchmal muss das sein. Gott, war das süß? Das war nicht süß, Alter. Ich habe gehickst zweimal. Wird es gerade dunkel oder hell? Ich dachte gerade, was ist da hinten da? Oh, das sind, glaube ich, Blumen. Ich bin wach geworden, hab Halsweh. Oh. Und manchmal hat man aber auch noch so nach dem Aufstehen Halsweh. Vielleicht geht das ja wieder weg. Nee, die Sonne geht unter. Toll, bin genau rechtzeitig. Scheiße. Bah, frische Luft, Alter, du tickst da nicht mehr ganz richtig. Nee, der ganze Ofenschmock, weil da ist ein bisschen was angebrannt. Der zieht gerade in die Wohnung. Boah, ich muss, glaube ich, auch actually hier ein Fenster aufmachen, Alter. Was ist passiert, Tom, Alter? Holy fuck. Ich hoffe, es geht weg. Hatte die Tage noch was vor? Oh. Ja, dann ganz viel Stimme schonen. Und Tee trinken. Inhalieren vielleicht auch. Aber das weißt du ja eigentlich schon selbst. Du hast da ja noch viel mehr Ahnung als ich fast schon. Danke für das King-Cover. Kein Problem, Mann. Ich habe zu danken, dass das so gehört wird, dass das so viele Leute mögen. Ich müsste meinen Backofen auch mal reinigen. Ja, manchmal sollte man das. Deine Tochter möchte einen Kuss auf dem Hals. Was? Bitte was? Nein! Oh. Achso, ich habe ja extra die Stein-Dings mitgenommen. Gut. Dann ist ja alles gut. Kopfschmerzen? Warum habt ihr Kopfschmerzen? Ich bin sehr froh, dass ich nur ganz selten Kopfschmerzen habe. Aber wenn ich die habe, dann... finde ich das immer so unangenehm. Zwinker mich an. Gray Signer. Na du. Okay. Mehr Zwinkern gibt's nicht. So, bup. Oh, das ist ein Creeper. Was machst du denn hier? Okay, der Baum ist dann mal... Oh Gott. Scheiße. Oh, so viele Saplings. La 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 la. Jetzt bist du happy. Das freut mich. Das freut mich. Warum gucken so viele Leute hier zu, wie ich Minecraft spiele? Was ist falsch mit euch? Das macht mich nervös. Okay, ich soll gerade sitzen. Das mache ich. Okay, ich sitze gerade. Habe mich gerade tatsächlich wieder ein bisschen bequem hingesetzt. Aber ihr habt recht, ich sollte gerade sitzen. Es ist Minecraft. Ach, ist das so? Ja, aber letztens bei Plague Inc. waren auch viele Leute da. Und gestern bei Slime Ranch auch.
Ist wahrscheinlich, weil ihr alle Zeit habt gerade, oder? Was machst du denn hier und warum? Hallo? Was soll denn das? Habe ich jetzt keinen Debuff? Oder irgendwie so ein Dings da? Nee, okay. Ich bin einfach Fame. Das bezweifle ich. Das bezweifle ich. Es sind Ferien und du spielst Spiele, die die Leute interessieren. Na gut. Ah. Ah, nur wenn der Dude eine Flagge auf dem Rücken hat, kriege ich den Effekt. Okay, das wusste ich nicht. Mir ist langweilig, ich habe nichts zu tun. Crowley! Oh, Junge. So, ich glaube, ich habe jetzt bald genug Holz mitgenommen. Deine Freunde sind noch nicht wach? Was ist los mit denen? Oh, Leute, ich bin so froh, dass ich mir mittlerweile... Apfel. Dass ich mir mittlerweile... angewöhnt habe, früher aufzustehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut finde. Und ich hätte auch vor allem vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich das wirklich machen will. Die Sache ist, ich bin immer noch lieber spät wach, theoretisch. Aber es bringt mir einfach nichts. Tom ist dann immer schon am Schlafen. Ich krieg nicht so viel von ihm mit und kann nicht so viel mit ihm machen. Meistens, wenn ich so, sollte ich was mit Freunden oder so machen wollen, geht das alles nicht, weil die alle schon weg müssen. Wenn ich Termine habe, wird es voll schwierig, die wahrzunehmen, weil ich dann einfach tot bin. Ja, ist einfach irgendwie besser. Leute, ein Jahr Selbstständigkeit hat es mich gebraucht, um... Hat es gebraucht, um das einzusehen, leider. Und halb Deutschland wird erst wach. Oh, Corwin, ja. Ich... Na? Ja, wenn man schon Urlaub hat oder Ferien, kann man ja auch eigentlich lang ausschlafen und so. Spricht ja auch nichts dagegen. Oh, jetzt habe ich doch nochmal so viele Saplings gefunden. Leute, das hört ja gar nicht mehr auf. Richtiger Wald hier später. Oh. Ist das ein Villager oder ein Pillager? Welche Version spielst du über die 118? So. Sieben Uhr morgens ist für dich ausschlafen. Stehst du sonst um 4 Uhr auf? Da gehen die meisten erst schlafen. Nee, nicht die meisten, aber manche gehen da erst schlafen. Okay. Hier ist einfach random mal so ein bisschen Lava drin. Kann man machen. Muss man aber nicht. Die wachsen so nah aneinander nicht. Ja, manche werden nicht wachsen, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Dann nehme ich die später mit und pflanze sie woanders hin. Boop. Boah, der ist halt immer noch dabei, Alter. Holy shit. Habe ich noch Fleisch, was ich braten kann? Wir sollten noch mal rausgehen und Fleisch holen. Einfach mal ein bisschen Fleisch. Oh, wir haben jetzt wirklich viel Holz. Geil. Geil. Ich hoffe, deine Ärmel werden beim Händewaschen nass. Was habe ich dir angetan, dass du mir wünschst, dass meine Ärmel beim Händewaschen nass werden? Was geht, ihr vermaledeiten Flitzpiepen? Ich habe euch lieb, Chat. Ihr seid toll. So.
bin heute um 5 schlafen gegangen, hab mitbekommen, wie meine Schwester zur Arbeit ist. Ja, das ist halt irgendwie, naja. Deswegen ging es mir halt auch einfach nicht so gut, weil ich einfach alles verpasst habe und so allein war und so. Das war alles nicht gut. Deswegen ist der Schlafrhythmus doch im Endeffekt besser, auch wenn ich eigentlich voll der Nachtmensch bin. Danke für das Pat-Pat, danke, danke. Wie ist mein Rhythmus jetzt? So 9 oder 10 Uhr aufstehen und dann so gegen 0 Uhr müde werden. Und 1 oder 2 Uhr dann im Bett sein und wirklich eingeschlafen sein schon. Ja, eigentlich, Leute. Soll ich jetzt nochmal raus und Schweine hacken? Ich nehme aber nicht das ganze Eisen mit. Und auch die Holzspaten brauche ich eigentlich nicht. So. Wie oft pro Monat schleife ich mir die Hörner ab? Gar nicht eigentlich. Brauche ich gar nicht. Die sind auch nicht zum Angriff gedacht, die sind zum Schutz gedacht. Und ein bisschen zur Deko. Sieht auch ganz hübsch aus, ne? Deswegen haben manche Hörner auch so richtig wilde Formen. Bei anderen Dämonen. So, ich werde jetzt ein paar Schweine schlachten. Schweine schlachten. Du bist seit gestern 8:30 wach. Wieso? Wieso tust du das? Boah, ich hoffe, dass ich an Silvester nicht um 1 Uhr schon müde werde oder so. Das wird schwierig. Ginger, weißt du was? Ich mag dich. Ich dich auch. Manchmal. Ein bisschen. Vielleicht. Wenn du gerade nicht so stinkig bist, dann schon. Könntest du mit deinen Hörnern angreifen? Das ist wie die Frage, ob ich mit einem Löffel... Ob ich einen Löffel als Waffe benutzen könnte. Ja, geht. Ist halt nur irgendwie nicht so... Effektiv, ne? Wird spannend, wie müde ich bin. Ja, wahrscheinlich penne ich einfach direkt weg. Das wäre nicht so gut, aber ja. Ein Spinnilein ist da süß. Ganz ein Monster hier. Dann flicken wir einfach deinen Schlafrhythmus am 30. wieder, ja. Da hatte ich mir auch so, oder ich stehe einfach extra spät auf oder so, dass ich richtig schön ausgeschlafen bin und richtig schön Schlafrhythmus wieder flicken, ey. Bau doch ein Haus, damit du nicht in einer Bruchsteinbude hausen musst. Nö, ich mag so Höhlenhäuser tatsächlich voll gerne. Also so ein Haus in der Höhle drin. Und das da war doch einfach praktisch. Wo ich kann die ja drin lassen und schon mal schmoren lassen. Hängst du manchmal Sachen an deine Hörner? Nein! Nur meine Schleife da. Mein Schlaufchen. Weil das ist hübsch. Ja. Aber sonst hängt der. Ich bin doch kein scheiß Christbaum oder so, Alter. Da hänge ich mir doch nichts dran. Ah! Was machst du? Geh sterben! Geh doch verrecken. Oh, meine Güte. Hallo LMP Racing, hallo. So. Ich kann ohne das nicht leben, das Ginger Bobble. Das Emote ist auch großartig. Ah. Hey,
Hallo, na? Sorry, da hat jemand Hey in den Chat geschrieben, da musste ich auch ein bisschen rumhallen. Seit wie vielen Jahren bist du schon 50.000 Jahre alt? Ich bin 51.000 Jahre alt, sorry. Dort in den Panels ist nicht mehr ganz so aktuell. Und ich würde sagen, ich bin seit 51.000 Jahren 51.000 Jahre alt. Alter, hier ist auch einfach so eine ganz komische Höhle, ey. Susi, Hatzi, Beständchen und Bruno. Danke für 100 Biddies. Dankeschön. Danke. Hashtag danke, Nigel. Ja, der hat das so schön gemacht. So, wollen wir den Villagern ja Fleisch klauen oder so? Dann hättest du ja schon bei der Geburt... Nee, aber vor 51.000 Jahren war ich halt noch nicht 51.000 Jahre alt. Aber wie alt... Wie lange bin ich denn jetzt schon 51.000 Jahre alt? 51.000 Jahre ist darauf die Antwort. Hä? Warum macht denn das keinen Sinn? Wenn jemand sagt, hey, wie alt bist du? Und der antwortet, ich bin 12. Und fragt dann, wie lange bist du eigentlich schon 12? Ja, 12 Jahre halt, deswegen bin ich doch 12. Warum macht das keinen Sinn? Du bist doch nicht seit 12 Jahren 12 Jahre alt. Doch! Hä, warum macht das keinen Sinn? Ich bin, also wenn ich vor 12 Jahren geboren wurde und jetzt, und jetzt 12 Jahre alt bin, zu jetzigen Zeitpunkt, dann bin ich doch vor 12 Jahren geboren worden. Ich sag doch nicht, wie alt ich vor 12 Jahren war. Ich sag doch, wie alt ich jetzt bin. Du bist nicht seit 12 Jahren 12 Jahre alt. Warum nicht? Was ist Zeit? What is time? Also wenn ich eigentlich, wenn ich sage, ich bin 51.000 Jahre alt, bin ich eigentlich erst eins? Ich bin erst seit einem Jahr 51.000 Jahre alt oder so? Oder seit wie vielen Jahren? Wie ist die Rechnung? Explain me time. Ja. Zeit ist relativ. Ja, wenn ich 12 bin, habe ich bereits 12 Jahre gelebt. Ja, das stimmt, habe ich doch gerade gesagt. Aber da habt ihr gesagt, das stimmt nicht. Das hast du nicht gesagt. Doch, das habe ich gesagt. Hä? Weißt du, da formuliert jemand das slightly anders und dann ist es plötzlich richtig. Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich vor 12 Jahren 12 bin. Ich habe 12 Jahre gelebt, zu jetzigem Zeitpunkt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe es zweimal gesagt, extra so gesagt. Nein! Ich suche übrigens gerade Schweine. Ich finde aber keine. Wir haben einen Videobeweis. Ich wette, wenn ich reinhöre... Das ist genau das ist, was ich gesagt habe. Und dann sagt ihr wieder, nein, hast du nicht. Ich bin seit 12 Jahren 12 Jahre alt. Ja, das stimmt doch auch. Ja doch, klar stimmt das. Oh mein Gott, ich esse dich. Ich bin seit meinem 12. Aber wenn jemand mich fragt, wie lange ich schon 12 Jahre alt bin,
Dann bin ich auch schon vor 12. Okay, Leute, ich glaube, ich muss aufhören, wenn ich nicht will, dass Chat mich aufspießt. Also, ich habe jetzt Hühner mitgenommen. Die sind auch okay. Wenn ich keine Schweine... Vielleicht hinten sind Schweine. Was, Drago? Was? Wie ist denn so dein Mittag später, Lini? Ich habe gerade eben schon über meinen Mittag später geredet und will nicht. Ich will nicht nochmal über meine Steuern reden. Hier sind Sonnenblumen. Ginger, ich call es gleich und erkläre es dir. Nee, Leute, ich habe es schon verstanden. Schon vor 5 Minuten oder so. Wie lange führen wir jetzt diese Diskussion? Chicken. Chicken, Chicken. Ich esse jetzt Schnitzel, tschüss. Chat voll pisst jetzt. Aber wieso denn? Wieso seid ihr denn pisst? Ist doch cool, wenn ihr Dinge wisst. Du hast eine Kuh leben lassen? Nee, Kühe, die will ich nicht töten. Ich esse nur Schwein. Und Chicken. Och, jetzt komm her, du scheiß Schwein. Als ob du es verstanden hast. Ja, natürlich. Ich habe Big Brain. Also selbstsicher, wie ich meine Aussage wiederholt habe. Ja, doch, das macht doch voll Sinn, was ich gesagt habe. Ah, schön. Lass dir deine Panade schmecken. Oh, Domme, jetzt schön mit Soße Hollandaise. Schön Soße Hollandaise getränkt. Oder Bratensoße. Wir haben, glaube ich, richtig viel Fleisch. Wir haben gar nicht so viel Fleisch. Ich dachte, wir wären jetzt voll rich mittlerweile. Wie lange schlachte ich denn gerade jetzt schon Schweine? Jetzt bestelle ich mir einen Schnitzel. Mach das. Ich hoffe, deine Ärmel trocknen nie wieder. Oh, tatsächlich, Leute. Kann ich mich nur an einen Moment in meinem Leben erinnern, wo wir wirklich mal beim Händewaschen die Ärmel nass geworden sind. Nee, tschüss. Okay, tschüss. Tschüss, Domme. Ich soll gerade sitzen. Okay. Lol, was? Arutairu! Ah, da, Arutairu. Danke für deinen Support auf jeden Fall auf Patreon. Dankeschön. Ah. Daran erinnert man sich doch nicht freiwillig. Ach doch. Es ist schon nicht geil, aber es ist okay. Tja, Leute, dann gibt's halt kein Schwein mehr für mich. Was gibt's auf dem Patreon? Vor allem Previews. Previews für meine Projekte. Manchmal mache ich da auch Wallpaper, lade ich da hoch. Ich kann halt nicht alle hochladen, weil ich ja auch nicht unbedingt an allen die Rechte habe. Oh, geil.
Danke fürs Papa, danke. Hättest du das Problem auch, wenn du die Kühe und Schafe getötet hättest? Ja, dann hätte ich ja immer noch nicht mehr Schweinefleisch. Dann hätte ich ja immer noch nur 20 Schweinefleisch. Das wäre ein Problem. Tja. Und Eier. Und hier ist auch noch... Nee, das ist Rindfleisch. Nee, das will ich nicht. Warum hast du die Schweine nicht eingezäunt und gezüchtet? Das hätte ich machen können. Aber irgendwie rechne ich nicht damit, hier zu bleiben. Irgendwie, weiß ich nicht. Und dass wir so lange spielen, rechne ich irgendwie auch gar nicht damit. Wenn man mehr Kühe tötet, hat man nicht mehr Schweinefleisch. Da kann ich mit Gingers Logik auch mitgehen. Okay, Leute. Okay, ich muss gestehen, ich habe es am Anfang nicht verstanden, aber dann relativ schnell schon, was ihr meintet. Weil dann fand ich es einfach nur lustig, wie der Chat darauf abgegangen ist. Aber ich habe am Anfang wirklich, sonst hätte ich das gar nicht erst gesagt. Auf Servern, ich spiele nicht auf Servern, nee. Bist du all? Ja, sorry. Nee, natürlich ist man halt nur, man kann ja nur ein Jahr lang so alt sein, wie man alt ist. Und vor 12 Jahren war man halt nicht 12, sondern 0. Sie hat uns getrollt. Ja, aber es war so gut. Sind das 12? Ja, ich bin 12. Normalerweise sage ich immer, ich bin 3. Aber ich dachte, wir nehmen mal 12, weil das ist eine größere Zahl als 3. Genauso wie wenn man Pizza Hawaii in den Chat wirft. Ja, da kannst du richtig sagen, so... die Ananas. Dieser Saft auf der Pizza. Sorry. Was? Du hattest auch Spaß, Dynamit ins Feuer zu werfen. Ja, es tut mir leid. I won't do it ever again. Es gibt eine Verschmelzung von Tom und Ginger auf dem Discord. Warte, was? Wieso? Entwacht doch nicht das nächste. I'm sorry. Boah, das Lied hier klingt wieder wie Animal Crossing. Oh, ich wollte eigentlich langsam Schluss machen. Ich will eigentlich langsam mein Frühstück essen. Das ist schon fast 1 Uhr. Ah. Also freut mich aber, dass ihr alle so viel Fun habt, hier zuzugucken. Und ich hatte auch sehr viel Spaß. Eigentlich habe ich auch noch Lust weiterzumachen, aber ich bin hungrig. Und es ist schon fast 1. Ich will heute noch ein bisschen was schaffen. Aber ich bin sehr froh, dass wir sogar Diamanten heute gefunden haben. War ein erfolgreicher Stream. Erfolgreicher Stream. Es ist übrigens eigentlich schlecht zu springen, während man sprintet. Mir macht das immer so viel Spaß. Hui, 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 hui. Aber ich weiß gar nicht, ob das dann mehr Ausdauer verbraucht. Okay, ich bin schneller, verbrauche aber auch mehr Hunger. Okay. Ach, ich verliere mir Essen. Okay, gut. Da war ich mir nämlich nicht so sicher drum. Gleich lösche ich die Welt. Nee. Die können wir ja noch nächste Woche oder so weiterspielen. Glaube ich. Apokalypo, danke für dein Sub. Wow. Dankeschön. Ha. Nächste Woche ist neues Jahr. Nächste Woche ist einfach neues Jahr. Ja, Leute. Boah. Die Zeit. Ja, die Zeit. Leute, ne? Oh. Ich weiß nicht, warum so viele Leute hier sind gerade. Ich schicke euch mal in diesen wunderschönen Screen hier. Denn, Leute, ich würde gerne an... Jetzt hat Headset. Danke für den Subgift. Danke. genau jetzt, wo ich gewechselt habe. Dankeschön.
Ich dachte, nach dem Stream hier kommt nichts mehr dieses Jahr. Ihr habt ja nächste Woche, es ist halt schon nächstes Jahr, Leute. Diese Woche haben wir morgen noch einen Stream. So gegen 18 Uhr möchte ich das VTuber Q&A machen. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Thema VTubing habt, also meine wunderschöne Facecam, die ich benutze, für die Leute, denen VTubing vielleicht sogar gar nichts sagt und die gerade hier sind, ihr könnt unter einem Tweet von mir noch ein paar Fragen stellen. Oh mein Gott, ich habe gerade auf Twitter das Bild gesehen, das ist ja richtig gruselig. Ja, ihr könnt auf Twitter noch Fragen stellen. Genau, denen, was genau? Nee. Okay, Leute, ich guck mal. Ich dachte, jemand, vielleicht die Mods schicken den Tweet rein. Dann suche ich den nochmal raus, wo ihr das machen könnt. Oder zeige ich ihn euch nochmal im Moment. Oh, da ist der Link. Oh. Genau, auf diesen Link, auf dem Tweet könnt ihr gerne Fragen stellen, weil dann werde ich die morgen im Stream beantworten. Also gerne auf diesen wunderschönen, wundertolligen Link klicken. Und da nochmal eine Frage unter den Tweet stellen, wenn ihr eine Frage zum VTubing habt. Und dann wird das morgen beantwortet. Und wir werden morgen auch weiter, stimmt, wir werden auch morgen weiter Minecraft spielen danach. Ich weiß nicht, wie lange, also ich weiß auch nicht, wie lange das Q&A geht. Sollten wir 3 Stunden lang Fragen beantworten, dann werden wir wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit für Minecraft haben. Aber ich nehme mal an, dass wir es wahrscheinlich so 2 Stunden Fragen beantworten und dann noch so 2 Stunden Minecraft machen. Und ja, im Anschluss. Also wenn ihr Bock habt, morgen am Ende Minecraft zu gucken, kommt wahrscheinlich so gegen 20 Uhr vorbei, dann fangen wir irgendwann an mit Minecraft. Und ansonsten könnt ihr wunderschön fragen. Ja. Ja, wir können so gut Zeit einschätzen, nicht wahr, Alex? das wird gut. Das wird gut. Also wenn ihr Fragen habt oder euch einfach das Thema interessiert, wie meine Meinung zu bestimmten Dingen ist, nur meine Meinung, ja, dann kommt gern vorbei. Da haben viele Leute sehr interessante Fragen gestellt. Auch andere VTuber haben mir da Fragen gestellt und die würde ich gern einfach im Stream beantworten. Deswegen, ja! Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Habt einen wunderschönen Tag noch. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Frühstück morgen, Frühstücksmorgen mit mir. Dass ich euch die Zeit gut vertreiben konnte. Und ja. Genau. Oh, ach Mensch. Wer ist denn wach? Ladion macht ja hier seinen 24-Stunden-Stream, habe ich gesehen, oder? Der ist bestimmt fast durch, oder? 19 Stunden. Sollen wir mal Ladion raiden? Der macht einen 24-Stunden-Stream. Da habt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Elia und Ladion streamen. Ich raid euch mal zu Ladion. Ladion. So, dann hoffe ich, sehen wir uns morgen zum letzten Stream diesen Jahres. Na? Letzter Stream in diesem Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Bisschen Minecraft, bisschen Fragen beantworten, Q&A. Hab richtig Bock. Bin sehr gespannt. Oh ja. Seid lieb zu Ladion. Der ist bestimmt schon richtig fertig. Der macht einen 24-Stunden-Stream. Und streamt jetzt schon 19,5 Stunden. Der ist bestimmt richtig müde. So, dann. Bis dann, hier, Leute. Für dich geknuddelt und bis morgen. Tulle.